gesagt, ich habe damals investiert, riesige Summe, und wir waren noch relativ klar da im 84er Jahr. Der Bankdirektor aus Wien von der ersten sitzt bei mir und das Mädel kommt rein und sagt, Schäfer Bauer ist da. Sage ich, Herr Direktor, jetzt müssen Sie ein bisschen warten, weil der Bauer da ist. Hat der so, ist dem das Gesicht eingeschlafen, nicht? Jetzt habe ich dann extra lang gewartet, ja, und glaube 20 Minuten sitzen lassen, dann bin ich wieder reingegangen. Sage ich, ich habe gemerkt, das passt Ihnen nicht. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn ich dem Bauern mir nicht anhöre, ja, dann brauche ich Ihr Geld nicht, weil dann bin ich auf der falschen Seite. Leid, halt's zusammen, sonst dauert's nicht mehr recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht alles zusammen. Power to the People, der Podcast für Perspektiven rund um Essen, Menschen und Landwirtschaft. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen. Grüß euch! In dieser Ausgabe des Power to the People Podcast waren die Bianca und ich in Hendorf bei Salzburg. Genauer gesagt bei der Firma Wörle und noch genauer gesagt waren wir beim Gerhard und bei seinem Sohn Gerrit. Wir erfahren in dieser Folge, wie man inzwischen schon über 100 Jahre und in fünfter Generation eine Käserei aufbaut, ja, wie ein Vater ein Unternehmen seinem Sohn übergibt, und wir erfahren natürlich auch, was Wörle genau macht. Also, viel Spaß beim Reinhören. Sollen wir anfangen? Los geht's. Was darfst du sagen? Sollen wir anfangen? Ich wäre hochmotiviert. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Hörerinnen und Hörer des allseits beliebten Bauer to the People Podcast. Ich darf jetzt zitieren, der Versuch einer Anmoderation von Frau Blasel, a.k.a. Melange Gummistiefel, die eine Anmoderation für das heutige Gespräch verfasst hat. So funktioniert das nicht, das war heute, nicht der Plan. Heute hat uns unser Weg ins Salzburger Hendorf geführt. Zu zwei Menschen, deren Nachname zumindest der eine oder die andere schon mal im Supermarkt gelesen hat. Wir schauen heute hinter die Kulissen von Gerhard und Gerrit Wörle, die uns jetzt beide gegenüber sitzen. Und den Willi anschauen wie ein U-Boot. Genau, und da steht jetzt noch an meiner Seite Punkt, 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 soll vermutlich heißen, sitzt die, weil wir auch das Feedback gekriegt haben, dass ich den auch moderiert habe, die allseits beliebte, meistens von mir gefürchtete, trotzdem furchtbar kompetente und charmante Bianca Blasel, a.k.a. Hatten wir schon. Ja, macht nichts. Melange in Gummistiefeln. Genau, und der Willi. Gerrit. Hallo. Gerrit. Grüß euch. Hallo. Hallo. Servus. Grüß euch. Ja. Ja, darfst du anfangen. Super. Ja. Was ich mich immer schon gefragt habe, wir haben Wörle vor uns, eine Käsepackung und da steht OE. Schreibt man jetzt Wörle wirklich mit OE? Ja, seit 130 Jahren schon. Warum? Warum? Weil es so in meinem Taufstein steht es so drinnen und in dem von meinem Großvater auch. Also wir haben uns immer mit OE geschrieben. Spannend. Wir sind ja aus der Tiroler Allgäuer Ecke stammend, ja, und da dürfte es halt so gewesen sein. Also ich weiß es nicht warum, aber es ist so. Es ist, das wollte ich tatsächlich immer schon mal fragen. Ist so. aber es ist auch so, dass es zu sehr, sehr häufigen Anteilen immer mit Ö geschrieben wird von anderen, aber eigentlich ist OE. OE. Ich habe mir das auch schon mal gefragt, aber gewisse Dinge muss man akzeptieren. Ja, vielleicht haben sie damals einfach nur eine englische Tastatur gehabt und kein Ö auf der... Genau, ja. Genau, vor 150 Jahren. Apropos, vor 150 Jahren hast du gesagt, hat es angefangen. Nein, nicht ganz, also 1889, also eigentlich seit 1874 gibt es die Firma. Es war zuerst ein Handelsbetrieb und seit 1889 ist es eben ein Käsereibetrieb, also eine Firma, die also Käse produziert. Ja. Menschen, die dort Käse produzieren. Wie hat das damals angefangen und wer waren die Gebrüder Wörle? Naja, die Gebrüder Wörle gibt es erst seit 1904. Mhm. Das war dann die zweite Generation. Also der Johann Baptist war der Gründer, der eben da aus der Tiroler Allgäuer Ecke nach Murnau bei Garmisch, dann nach Rosenheim und dann später nach Vöcklermarkt. Und von Vöcklermarkt ist dann die nächste Generation, hat sie dann nach Seekirchen, ist sie übersiedelt und dort auch deswegen, sie waren also Bayern, ja,
und sind nach Österreich gegangen, haben immer noch eine Aufenthaltsgenehmigung gebraucht, ja, weil sie ja Ausländer waren sozusagen oder Fremde waren, so lustig das klingt. Und in der Donaumonarchie war es eben so, dass an der Westbahn sie dann in Seekirchen sich niedergelassen haben. Das war schon der Grund, die Bahn. Und eben von dort weg, die kleinen Käsereien mit einem Zentrallager dann in Seekirchen, sind die Käse dann auch in der Donaumonarchie verteilt worden. Ja. Er hat ein Büro gehabt in Prag, eins in Pressburg und eins in Budapest, einen Kunden in Mailand und einen Kunden in Rom. Damals schon. Der Großvater schon, ja. Und er war nie zu Hause. Ja. So die Oma. Die Oma hat uns das so erzählt. Er war immer unterwegs. Ja. Und was eigentlich ganz lustig ist, wir haben so ein altes Buch, relativ dick, mit Postkarten, wo der halt immer an seine liebe Marie, das war seine Frau, geschrieben hat. Und das ist wirklich dick und prall gefüllt. Und ja, der dürfte echt nie daheim gewesen sein, weil ich glaube, zu der Zeit halt da ständig am Reisen, und das war nicht so wie jetzt, dass du irgendwo in den Zug eingesetzt hast und du bist dann gleich mal irgendwo gewesen. Also er dürfte sehr umtriebig gewesen sein. Ja. Und der zweite, also sein Bruder, der war eben mehr der Kaufmann, der hat das irgendwie daheim gemanagt, und der war halt der Vertriebler. Genau, Vertriebler und relativ umtriebig. Und ein bisschen auch der Visionär, nicht? Also das muss man schon sagen. Und das war von Anfang an erfolgreich? Oder eigentlich war das ja. Natürlich, mit Ende des Krieges war dann natürlich das Ganze nicht so einfach, weil die Versorgung ja sehr schlecht war. Zuletzt sind also viele Tiere dann geschlachtet worden, also die Kühe. Dadurch ist die Milch, weiß Gott wie, nach unten gegangen, versiegt. Und dann hat man halt wieder versucht, langsam das nach vorne zu bringen. Nicht? Okay. Ja. Wie ist er über den Krieg gegangen? Oder was war während dem Krieg dann eigentlich? Na, das ist Erster Weltkrieg. Ja, klar. Ja. Da ist weiter produziert worden, so gut es gegangen ist, aber halt mit sehr vielen Hindernissen natürlich auch, weil Menschen halt auch dann teilweise nicht mehr da waren, natürlich. Und dann haben teilweise Frauen das übernommen. Man muss sich ja vorstellen, diese schwere Arbeit damals war ja körperlich eine sehr schwere Arbeit. Es gab ja noch nicht einen Dampf, dass man die Milch hat irgendwo erhitzen können, sondern du hast mit Buchen, Meterscheider hast du einfach so ein fahrbares Gestell gehabt, das halt dann der Feuerwagen war, der ist unter dem Kessel geschoben worden. Also und ein mobiler Ofen. Ein mobiler Ofen, ja. Aber der hat frei gebrannt. Ja. Da war irgendwo ein Rauchabzug, und so ist halt das ganz primitiv. So hat das eigentlich damals begonnen. Und was der Großvater schon gehabt hat, der hat schon viele Menschen geholt aus der Schweiz und auch aus dem Allgäu. Ja. Und wir haben noch Nachfahren sozusagen, so wie wir auch, die halt schon, da welche geben, die drei Generationen bei uns gearbeitet haben. Ja. Und er hat die Leute aus der Schweiz eben rübergeholt, und die haben uns eigentlich Emmentaler machen gelernt. Emmentaler machen? Natürlich. Das war eben die erste namentlich erwähnte Emmentaler Käserei. Ihr seid da in Seekirchen dann entstanden. Okay. Und warum Emmentaler, und was war denn so der Standard davor eigentlich an Käse? Ja, Emmentaler war natürlich ein Käse, der doch relativ lange haltbar war. Ja. Der war auch, sage ich mal, ein sehr komprimiertes Protein mit wenig Wasser. Also ein Camembert hat also 60% Wasser, und der Emmentaler hat halt nur 35-38% Wasser. Nicht? Ist ein Hartkäse, oder? Ist ein Hartkäse, und der König der Käse ist der Emmentaler, und das ist auch unser Einserprodukt, nicht? Ja. Und ist auch überliefert, und all die Rezepturen, die es von Thomas gibt, die gibt es halt heute auch noch immer. Nicht? Die Technik ist eine deutlich, ich will nicht sagen vereinfachte, aber sehr viel leichter geworden, ist lange nicht mehr so eine körperliche Arbeit wie früher. Ja. Wir haben jetzt Mädels, die den Beruf erlernen, und die sind also so firm, dass sie genauso käsen können. Nicht? Ja. Das hätte es früher nicht gegeben, weil jeder Käser hat so einen Oberkörper gehabt. Nicht? Ja. Und also solche Muskeln. Nicht? Ein Cornetto. Ja, so in etwa. Nicht? Weil die 80 Kilo Blöcke da oder Leibe da herumzuschmeißen, weil die mussten ja immer bei ca. 22, 24 Grad Reifen im Keller, da sind ja dann die Löcher entstanden. Nicht? Da hat es dann, wenn der Käse dann fertig ist, schaut man immer,
was es dann geworden ist. Es ist ein Emmentaler geworden oder ein Jammertaler, weil wenn er keine Löcher hat, dann jammern wir. Mein, jetzt ist mir was eingefallen. Mein Papa hat mich immer am Ende vom Winter genannt, wenn ich so schön bleich war. Ich bin der Bademeister vom Milchhof. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Stimmt das? Waren die Käser natürlich, wirklich, weil sie ja nur gearbeitet haben. Nicht? Ja? Wir haben ja ein Leben lang gearbeitet und sind nicht ins Bock gekommen. Nicht? Und darum waren wir ganz weiß. Apropos, sag Gerhard, wie war denn das bei dir? Wie war deine Kindheit? Ich meine, du bist da hineingeboren worden. Ja. Hattest du auch die Wahl, vielleicht auch was ganz anderes zu tun? Ich habe die Wahl nicht gehabt. Ich war relativ ein schlechter Schüler in der Realschule und der Vater hat mich dann also in der 7. Klasse befreit. Ja, indem er gesagt hat, wenn du nicht lernst, dann gehst du in den Keller. Das war aber nicht einsperren, sondern ich musste zu 5 ältere Damen, ich war damals 17 und die Damen waren 45, also älter für mich, musste da in den Keller gehen und musste halt da Käse schmieren. Nicht? Und so habe ich halt dann begonnen. Das war im Keller Käse schmierend hier begonnen? Natürlich, ja. Das war so die, ich will nicht sagen, Straflager war es nicht, aber es war nicht so ganz ideal, aber man hat also nachdenken können, was man jetzt tut. Aber ich hab den Job immer wollen. Ja. Von Kindesanschau, ich war immer dabei, wenn der Vater irgendwo raus ist zum Bauern gefahren ist, wenn es irgendwo bei der Milch vielleicht irgendwas nicht ganz funktioniert hat. Das hat mich schon immer fasziniert und ich bin heilfroh, dass ich diesen Job durch die Familie eigentlich habe machen können. Nicht? Mhm. Also für mich war nie, dass ich sage, um Gottes Willen, was hast denn da jetzt angefangen? Ne? Ganzes Leben lang nicht. Und somit habe ich auch 60 Jahre in dieser Firma verbracht. Nicht? 60 Jahre? Ja, am 1. August voriges Jahr waren es 60 Jahre. Das ist jetzt bei uns der neue Benchmark zum Pensionsantrittsalter. Ah. Vom Eintritt weg, ne? Ja, genau. Ja, genau. Dazu sagen. Dann ja, mit der Geschäftsleitung wollte ich dann noch ein bisschen über die Abfertigung reden, aber da ist nichts gegangen. Also, hast du Chance gehabt? Warst du ein schlechter Verhandlungspartner? Ja, die waren zu hart. Also auf der ja. Gut, aber eine Ausbildung ist er selber schuld. Gell? Ja, ja, so. Ja, und wie ist es dann nach dem Eintritt oder eigentlich noch vorher, wie ist es dann weitergegangen, wie deine Großeltern, dann kam der Vater und der Onkel, ja. Nicht, das waren also dann die nächste Generation, dann war natürlich eine Rezession in den 20er, 30er Jahren, ja. Nicht, dann ging es mit der Milch also relativ auch wieder bergab, bis hin zum Krieg, langsam wieder nach oben, mhm. Ja, und dann kam der Zweite Weltkrieg und da war aber schon in der Zwischenzeit noch eines, und das ist auch ein Meilenstein gewesen von der Firma, also der Opa ist in die Schweiz gefahren und kam zurück, so hat man uns das mitgeteilt, 1928, 1929, sagte die Schweizer packen nicht nur die Schokolade ins Zellophan ein, sondern auch den Käse. Und das war der Beginn der Schmelzkäseproduktion. Die Schmelzkäseproduktion hat bei uns einen großen Stellenwert im Haus. Es ist also, kann man sagen, 3/5 der Produktion in etwa. 3/5 tatsächlich? Ja, ja. Ist von der Menge her? Von der Menge her, wir beliefern da 75 Länder in der Welt draußen unter der Marke Happy Cow. Das ist die beiden rechten Säulen hier. Und so hat der Opa das praktisch nach Haus gebracht und hat dann ein Jahr später sofort begonnen oder hat Menschen dann so weit bewogen, dass die das auch lernen, sind dann in die Schweiz gegangen und haben da ein halbes Jahr bei einer Firma sind sie angelernt worden und haben dann seit 1929 eben bei uns auch Schmelzkäseproduktion gestartet und ist bis heute ein wesentlicher Bestandteil unserer Tätigkeit. Der Zusammenhang zwischen Zellophan und Schmelzkäse war das einfach. Die haben nicht Zellophan, sondern Aluminium. Aluminium? Ja. Achso. Staniol. Staniol, ja. Okay. Aber ja. Die haben den einpackt. Das heißt Haltbarkeit oder was Haltbarkeit, war da? Genau. Natürlich. Ja. Der Käse ist ja auch haltbar, nicht? Ja. Also, und das war natürlich eine wesentliche Geschichte für uns auch später, dass wir auch gekühlt lagern, gekühlt transportieren in all diese Länder, wo wir hingehen. Aber dort kann teilweise der Käse ungekühlt dann distribuiert werden, wo die Kühlung noch nicht da ist. Es gibt viele Länder, wo die Kühlungen noch nicht so funktionieren. Und das war mit dem Emmentaler nicht so? Das geht mit dem Naturkäse nicht so. Da brauchst du die Kühlkette von da bis zum Endverbraucher. Nicht? Und das war so ein wichtiger Schritt im das Unternehmen? Das war im Unternehmen ein wichtiger Schritt. Ja.
Das hat dann auch den Krieg übertaucht oder überstanden und somit sind wir also auch mit dem Schmelzkäse bis zum heutigen Tag fahren wir da. Also ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Tätigkeit. Und während des Krieges ist wahrscheinlich lebensmittelproduzierende Unternehmen irgendwie haben besser? Haben wir weiter auch Lebensmittel produziert. Es sind auch Lebensmittel damals, oder auch der Schmelzkäse, auch für die Wehrmacht produziert worden. Ja. Es war so, ja. Ja. Aber sagt der Schmelzkäse ist das, was wir als Eckerl. Der Eckerlkäse. Genau. Ja, also Eckerl und die Scheiben. Nicht. Wie sagt man richtig? Ja. Eckerlkäse und Schablettenkäse. Genau. Ja, genau. Die zwei. Was sind die Scheiben? Also die Scheiben für den Toast, oder? Genau. Ja, genau. Der Toastkäse? Ja, der Toastkäse. Ah, ist auch Schmelzkäse. Ja, sicher. Ich höre diese Eckerl doch. Ja, klar. Genau. Die sind die Rundschachtel nicht. 8 Eckerl oder größere Portionen oder 3. Ja, ja, habe ich viel gegessen. Das Kind, glaube ich, habe ich jeden Tag gegessen. Aber es sind eben zwei Welten, auf der einen Seite Naturkäse mit Heumilch und Bio-Heumilch, der Fokus sehr stark, und auf der anderen Seite haben wir eben auch Schmelzkäse, wo wir eben alles oder alle Bestandteile eigentlich, die wir von der Milch, also von der Kuh mit der Milch bekommen, dass wir das alles da bei uns verarbeiten können. Und eben halt da ein relativ breites Betätigungsfeld dadurch haben. Und das Wachstum ist dann einfach kontinuierlich so nach dem Krieg auch wieder weitergegangen. Das heißt, es hat eigentlich immer so. So sukzessive. Es hat natürlich Tiefen und Täler gegeben, keine Frage. Ja. Aber so nach dem Krieg selber zuerst natürlich sehr, sehr langsam und dann ging es natürlich weiter. Und wir haben, der Opa hat eben 1916 das neue Händler Verbräuhaus gekauft, das war fertig eingerichtet als Brauerei, ist aber nie als Brauhaus in Verwendung gewesen, weil der Kaspar Moser, das war also der Besitzer, der keine Kinder gehabt hat und viele Verwandte, der ist dann gestorben und die Verwandten haben das dann, die ganzen Liegenschaften hier realisiert, verkauft und unter anderem eben auch das neue Brauhaus. Und der Opa hat es wegen dem Wasser gekauft, weil er Wasser da war. Ja. Jede Brauerei braucht ein Wasser. Nicht? Und da ist heute noch da das Wasser, das haben wir auch jetzt da hergeleitet damals. Und die Keller waren also das Wesentliche. Nicht? Und Keller waren natürlich für uns Kinder, 4 Untergeschosse Keller waren natürlich ideal. Nicht? Also da haben wir es, da haben wir uns hinter aufgehalten. Ja. Also die ganze Rasselbande da, weil das war ein großes Anwesen. Nicht? Da war die alte Händerverbrauerei, dann war das Brauhaus, dann war vis-à-vis eine große Landwirtschaft und dann die neue Händerverbrauerei, also die Käserei jetzt, die waren auch unterirdisch irgendwo verbunden. Und überall, wo wir halt irgendwo reinschnuffeln haben können, sind wir drinnen gewesen. Nicht? Verbotenerweise. Nicht? Natürlich, aber jetzt ist es verjährt, also von dem kann man drüber reden. Kann man drüber reden, ja. Wir haben hier und da dann Neil oder Johnny ohne Filter geraucht. Nicht? Ohne Filter damals schon. Die Johnny ohne Filter. Ja. Aber, das heißt, aber dann ein Leben lang nicht mehr geraucht. Ja. Gescheit, ja. Das war die richtige Variante. Ja. Richtig immer, ja. Aber das heißt, die Geschichte von Händorf und der Firma Wörle und euch als Personen ist also sehr, 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 sehr eng verwoben. Sind schon stark verwurzelt in der Region. Ja. Und wir haben halt auch Glück, dass wir da wohnen dürfen. Hilft uns eben auch, sage ich mal, Salzburg und Salzburger Flachgau und dieses Munseelandgebiet ist halt auch ein super Absender. Und wir haben, oder auch das Glück gehabt, schon relativ viel von der Welt zu sehen. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man mal die Scheuklappen aufmacht. Aber wenn man dann wieder checkt, wo man eigentlich wohnen darf und wie es einem geht, also man ist ja schon auf die Butterseite irgendwie gefallen, zufälligerweise. Ja. Die Butterseite ist irgendwie dann ein schönes Bild im Kontext. Ja, es ist schon XXL. Gerd, wie war denn dann bei dir der Weg ins Unternehmen, beziehungsweise dann die Übernahme der Verantwortung da im Unternehmen? Wie, ist denn da? Wie war das? Ja, es gab dann zwei Familienstämme. Nicht? Ja. Es war in Seekirchen der Sitz des Unternehmens und auch die Schmelzkäseproduktion war in Seekirchen. Und in Händorf eben, wir waren die Milchleute, die eben aus der Milch den Käse gemacht haben, und in Seekirchen wurde er dann in Portionen verpackt und dann eben vertrieben. Und es waren zwei Brüder, die waren so nicht ganz grün zueinander. Sehr vorkommen. Ja, ist schon vorgekommen, und es ist in der Zeit,
wo der Vater und der Onkel eben sozusagen regiert haben, war die Nachkriegszeit natürlich, hat einige Zeit gedauert, bis man sich da einigermaßen auch erholt hat. Aber es war nie so, dass man gesehen hat, man muss einmal aus Hendorf raus, ja, sage ich, dort, wo wir waren, und vielleicht in Seekirchen, also das auch eher aufgeben und irgendwo auf die grüne Wiese. Aber die beiden waren sich da nie einig, dass sie gesagt hätten, das machen wir, den Schritt. Es gab dann noch, wie der Onkel verstorben ist, relativ früh in den End-60er Jahren, 67, gab es dann den Cousin von mir, der ein hochintelligenter Kerl war, aber hat mit der Arbeit nicht so viel am Hut gehabt. Ein Denker. Ja, und andere Sachen hat er auch noch gehabt. Also, ja. Und es war, hat aber niemandem etwas zu leid getan, aber hat halt auch keine Vision gehabt, wie tun wir weiter. Nicht? Und ich habe dann auch zu meinem Vater damals gesagt, mein Vater war so wie wir, 40 Jahre Differenz vom Alter her, habe ich dann gesagt, also wir müssen im Vertrieb schauen, dass wir da besser werden, weil sonst haben wir das Problem, dass wir irgendwo schon langsam untergehen. Nicht? Mhm. Und bin dann eigentlich, ich habe noch einen Halbbruder gehabt, der war zu der Zeit also auch ein Molkereimeister, Käsereimeister, der also im Betrieb in Hendorf war. Mhm. Und ich konnte mich dann irgendwo freischaufeln und bin dann nach Seekirchen gegangen zu meiner Tante. Ich habe gesagt, liebe Tante Leopoldine, du siehst eh, wie es läuft. Also ich glaube, dass wir da was tun müssen, und die haben mich sehr unterstützt. Und ich war dann da ja, 12 Jahre, bis der Cousin dann leider, der war schon schlecht benannt und war 6 Tage älter wie ich, und ist dann in Kreta ertrunken. Oh ja. Er ist rausgeschwommen und kam nicht mehr zurück. Ja. Und da war dann eigentlich, da waren wir da schon neu gebaut. Also da haben wir da auf die grüne Wiese 84, 85, das haben wir, er hat immer ja gesagt zu allem, also er hat sich nie quer gelegt. Das war so, dass ich dann halt auch werken habe können. Nicht? Mit einer sehr guten Mannschaft. Also ich habe immer entsprechende Mitarbeiter gehabt, die auch mit mir vormarschiert sind. Und so haben wir da eben dann das Ganze inszeniert. Und es war so, dass wie er dann verstorben war, haben wir eigentlich ausgemacht gehabt, wir werden das Ganze, wenn er keine Kinder hat, dass es mir überträgt, seinen Teil, hat er aber dann nicht gemacht, sondern da gab es dann einen 9-jährigen Neffen von ihm, und dann hätte man eben so Vormund und alles Mögliche, also hätte man sehr viel Bremse im Unternehmen gehabt, und ich habe aber dann mit meiner Cousine und mit ihrem Mann mich so weit einigen können, dass die dann eben Abstand genommen haben. Und du die Gesamtverantwortung. Und ich habe das ganze Unternehmen von den Anteilen her dann gehabt, und somit konnten wir dann also weiterwirken. Was hat sich mit dir geändert? Ja, geändert. Oder was hast du so, was waren so deine ersten, naja, die wichtigsten Schritte? Die wichtigsten Schritte waren sicher, dass wir die Happy Cow da erfunden haben in die 80er Jahre. Dass man raus ist, dass man gesehen hat, da waren wir ja noch lange nicht in der EU, das war noch die Happy Cow ist, glaube ich, 82, 83 entstanden, wenn ich richtig bin. Ja. Und da waren wir aber schon in Nordafrika, in Japan. Aha, wir haben also in die frühen 80er Jahre schon immer mit Schmelzkäse raus, sind wir raus. Der Schmelzkäse war das Export? Ja, das war eigentlich zuerst immer der Schmelzkäse, und dann haben wir halt den Naturkäse ein bisschen nachgeschoben, da wo es gegangen ist. Und das war eigentlich schon ein Meilenstein in unserer Entwicklung, dass wir erst einmal fit waren, wie dann 95 die EU gekommen ist. Und dass wir eigentlich ja damals schon 20, 25 Kunden gehabt hat draußen in der Welt. Warum so ein großer Schritt quasi in den Export? Weil daheim kein Platz war. Wir haben einen 8 Millionen Menschenmarkt. Ja, und da waren, was weiß ich, die dominanten Genossenschaften in Österreich, mit seinerzeit die Alpi in Salzburg, dann war, was er sieht, der Niederösterreichische Molkereiverband, dann war der Scheringer, die Agroserte in der Steiermark, das war alles so geografisch ein bisschen verteilt. Und dann gab es auch noch die Marktordnung in Wien, also wo man gar nicht, wenn du mit einem neuen Artikel irgendwo rauskommen bist, hast zu einem Tisch müssen mit paritätisch besetzter Kommission mit 60 Herrschaften. Und die haben dann gesagt, du darfst Joghurt machen mit 180 Gramm und 3,6 Fett oder nicht. Aha.
Und wir haben dann gesehen, da kommen wir nicht weiter. Ja. Also wir müssen aussehen. Ne? Österreich wurde euch zu klein. Was habt ihr besser gemacht wie der Rest, dass ihr so quasi nein, nicht besser gemacht, denn der Rest ist auch ganz gut gegangen zu der Zeit. Ne? Das war alles ein bisschen, sage ich mal, geografisch verteilt. Ja. Du durftest ja gar nicht einmal, sage ich, deine Butter nach Salzburg verkaufen. Mhm. Weil das war eine Domäne, die der Milchhof gehabt hat. Mhm. Ja, also da aus dem Gebiet, wo ich die Milch bezogen habe, durfte er meine Artikel vertreiben. Aha, das ist war eine Marktordnung. Ja, das war so ein Art Gebietsschutz. Mhm. Nicht? Und ob ich jetzt nach Schnegg oder meinen Käse verkaufe oder nicht, das war nicht das Gelbe vom Ei, sondern wir haben dann gesehen, wir müssen aussehen. Mhm. Mhm. Und vielleicht ist da auch ein bisschen der Trieb vom Großvater nur ein bisschen dazugekommen. Nicht? Also mich hat es da schon immer eher hinausgezogen. Nicht? Das war der Herr mit den Postkarten. Genau. Und das war der Opa. Warst du auch viel auf Reisen? Ich war sehr viel auf Reisen. Ja. Frau hat drei Kinder großgezogen und ich war nicht daheim. Nicht? Mhm, sagt sie halt. Mhm. Ich dementiere das natürlich. Nicht? Ja gut, wir können eh noch nachfragen. Gell? eines der Kinder, das ist jetzt klingt das schräg, wenn man jetzt so daneben sitzt. Ja, mit 37, aber ich glaube, da geht es eh vielen gleich. Ja. Man ist halt dann immer das Kind bei den Eltern, aber da sitzen, glaube ich, alle Kinder im Boot und auch wenn man 37 ist. Und der Jüngste, weil das Beste kommt ja zum Schluss. Der Jüngste ist dann das Beste kommt genau. Zum Schluss, okay. Okay. Zwei Schwestern haben ihn gequält. Genau. Ja. Nein, gequält nicht. Gruß an die Schwestern. Ja, genau. Nein, aber wir haben der Beste spricht zu euch. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Sonst dauert das sowas eh nicht so. Ja, ja, nein. Ja, wie ist denn das aus deiner Sicht gewesen, so die sobald ja, ich bin natürlich auch halt mit dem ganzen Betrieb schon auch aufgewachsen. Ja. Natürlich, man hat in Hendorf, wenn man doch, sage ich mal, der Größe geschuldet, kennt dann irgendwie ein bisschen jeder. Mhm. Und man ist halt der Wörlebuhr. Das hat mich auch immer sehr gestört. Auch weil, mich. Auch weil mich. Ja, weil das ekelhaft war. Das eine war der Metzgerbuhr und das andere war der Buhr vom Käser. Ja. Ja. Und nicht der Hirst, der Sepp und der Franz. Nicht? Sondern du warst halt immer... Ja. Ja, man, also man hat. Das war nicht so, aber wir haben uns in einer Fußballmannschaft und da überall durchgesetzt. Wie hast du das gelöst, Gerrit? Nein, ich habe einfach auch, ich glaube, wir sind sehr bodenständig und es hat im Endeffekt überhaupt keine Auswirkung, ob da irgendwie eine Firma im Hintergrund ist oder nicht. Meines Erachtens, es kommt darauf an, ob man irgendwie miteinander kann oder nicht. Schon, aber das ist also man hat ein bisschen eine andere Situation, wenn man da aufwächst, eben mit in einem Dorf, wo halt das Unternehmen, sage ich mal, jeder kennt. Mhm. Aber das hat eigentlich, also bei mir, habe ich eine super Kinder gehabt mit eben doch, also es war schon so, dass der Papa wahrscheinlich weniger da war wie manche andere Väter, halt aufgrund des Berufes. Aber die Zeit, die wir halt dann gehabt haben, die war immer sehr intensiv. Also da hat er schon geschaut, dass man viele coole Dinge macht. Mhm. Und das hat eigentlich, also ich glaube, auch da eine richtig harmonische Kindheit gehabt, wo man auch viel machen hat können. Ja. Viele Freunde, die ums Eck gewohnt haben und da war es schon so, also nur keine Handys, sondern nach der Schultaschen irgendwann ins Eck geschmissen und halt dann irgendwie rausgegangen und halt Sachen gebaut oder keine Ahnung, was er immer gemacht hat. Fußball gespielt. Ja. Tennis gespielt, viel Sport immer gemacht, gefischt. Ja. Einmal war ich fischen mit ihm, ja, und nach 3 Stunden sagt der Papa, kannst du mir erklären, warum wir überhaupt nichts fangen. Also das ist zum Erfolg der Fischerei. dann doch kein Fischer, aber quasi Käse, war das für dich meant to be, war das vorbestimmt? Nein, es war eigentlich gar nicht vorbestimmt. Also meine Mama, die ist Architektin, hat dann eben auch als Architektin gearbeitet und dann eben uns, oder halt war dann bei uns zu Hause, hat dann nebenbei immer noch als Architektin auch gearbeitet. Mhm. Ich glaube, so lange, bis wir ihr dann ab und an ihre Pläne zerrissen haben, wenn wir es irgendwo da gelenkt haben und dann hat sie gesagt, okay, jetzt steht es dem Beruf einmal ruhend und war dann bei uns, hat sie noch eine zweite Ausbildung gemacht zur Marketing-Ausbildung, hat dann bei uns immer als Marketing-Verantwortlicher gearbeitet und ich bin natürlich mit dem Unternehmen aufgewachsen, war immer interessiert, aber meine Eltern waren richtig cool, muss man auch sagen, haben gesagt, du, wenn du
Maurer werden willst, dann wirst du Maurer, oder wenn du Tierarzt werden willst, dann wirst du es. Also Pfarrer hätte man wahrscheinlich. Es war, ja, das war jetzt auch nicht bei mir so am Schirm. Aber da war überhaupt kein irgendwo Lenken in eine Richtung. Vielleicht unbewusst schon ein bisschen, weil man halt damit aufwächst, aber es war einfach schon das Interesse immer da. Aber ich habe mir das dann auch, also nach dem Zivildienst einmal wirklich angeschaut, ist das überhaupt was für mich oder nicht. Wie hast denn du, weil noch einmal ganz kurz zurück zu dem, was du gesagt hast, du warst halt der Bub vom oder der Wörlebub oder so, was hat dich denn daran gestört und wie hast du dann damit arrangiert? Das hätte mich jetzt noch interessiert. Ja, gestört hat mich halt so das, eben weil man halt irgendwie ein bisschen schubladiert wird. Ja. Und ich bin halt der Gerrit und nicht der Wörlebur. Ja. Und ich habe dann, glaube ich, eher geschaut, dass ich mich halt nur mehr irgendwo eingehaut habe, in Dinge auch zu beweisen, okay, das ist jetzt nicht der Wörlebur, sondern der hat ein bisschen was am Kosten oder kann der er. Der kann selber auch was. Genau, oft gehört, ja. Voll. Ja. Das ist schon, glaube ich, auch ein wichtiger Ansatz, weil, also dieses, ja, ich bin der Sohn und die Tochter von dem, mit dem. Auf den kann ich von dem halt man nicht viel. Nichts. Also mit dem kann ich einfach nichts. Yeah. Wie lange hast du braucht, dass du rauskommst, dass der? Ah, das ist mir relativ schnell gegangen. Yeah. Ein paar Schwitzkosten und so, dann ist das schon gegangen. Nein, ich bin sehr, sehr friedlich, muss ich auch sagen. Nein, ich habe das Glück, dass ich einen super guten Freundeskreis habe, wo das einfach nie eine Rolle gespielt hat. Mhm. Und okay. Das ist auch besonders. Wie bitte? Das ist auch sehr besonders. Ja, total. Also wenn man ein soziales Netz hat, das ist schon sehr, sehr viel wert. Ich muss auch sagen, also die Spätzle von damals, ja, das sind noch meine Einserfreunde, mit die am Freitag halt zum Wirt gehen. Ja. Und das seit, weiß nicht wie viel Jahren. Stammtisch, oder was? Am Freitag ist um 18 Uhr, treffen wir uns beim Metzger und dann sind wir zu viert und dann fahren wir. Der Wirt heißt Metzger? Nein, der Metzger ist der Metzger. Der Metzger ist der Metzger. Der Metzger, einer ist der Metzger, einer ist der Josef, der bei der Post war. Und der eine hat ein Schlotterwerk gehabt und ein Fertigbeton. Ja. Und wir sind so der innere Freundeskreis. Dann gibt es so eine Tennisrunde. Wir sind uns eigentlich im Ort irgendwo treu geblieben, wechselseitig. Und wenn irgendeiner was braucht, dann ist man auch wechselseitig immer noch da. Das ist der Ortsverbund, der dann das auch ist noch schon, ein bisschen erreicht. Das hat der Ort schon noch immer. Wir haben natürlich sehr viele, weil der Ort war damals 1000 Einwohner groß, wie wir Schulgänger sind, 41. Und jetzt hat er halt gut knapp 5 oder ein bisschen über 5. Und es sind viele da, die man nicht einmal kennt. Weißt du, die sind da, die wohnen da und fahren nicht dann irgendwo zur Arbeit und sind auch nicht integriert. Und die integriert sind, das sind ja, Leute so wie du und ich und gibt es eigentlich nichts. Also global tätig und lokal. Doch noch sehr stark. Sehr ja, stark schon, gell? Schon. Gerrit, jetzt bist ja du nicht allein, sondern du bist nur der Jüngste und der Beste, wie du es gesagt hast. Nein, das sage ich. Das Beste kommt zum Schluss. Nein, das habe ich gesagt, aber nein. Das Beste will ich auch nicht so falsch sagen. Wiedergegeben. Ja. aber ihr seid ja zu dritt gewesen. Ja. Ihr habt ja alle drei, habe ich mal wo gelesen, im Unternehmen gearbeitet. Ja, wir sind, also eigentlich sind wir zu viert. Zu viert? Also ich habe nur einen größeren Halbbruder aus der ersten Ehe vom Papa und es ist so, dass man. Also es ist jetzt nur meine Schwester und ich im Unternehmen tätig und wir haben eben der Gernot hat sich dann anders weiterentwickelt und die Sonja, meine mittelgroße Schwester, die ist Physiotherapeutin und Osteopathin, die macht ganz was anderes. Also es war klar eigentlich, dass das Platz halt im Unternehmen interessensmäßig eher bei dir dann ja, also bleibt, es ist Gernot und die Silvia und ich haben Interesse. Und beim Gernot war es dann so, dass man eben, dass er sich anders weiterentwickeln wollte. Ja. Und ja, und ich habe eben nach dem Zivildienst einmal ein Jahr mir das alles angeschaut, also direkt als Hilfsarbeiter mitgearbeitet, also in der Käserei. Mhm. Weil ich mir einfach, ich habe natürlich für Real immer gearbeitet, aber ich wollte einfach Käse auch einfach verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und habe da eigentlich so ein Trainee gemacht, eben viel in der Produktion gewesen, im Labor. Dann in ein paar andere Abteilungen und das hat mir eigentlich recht Spaß gemacht. Und mir taugt das Produkt, mir taugt die Werte, die schon da waren. Ich habe eine Vision, wo wir gern hin möchten und ja, habe einen Job, der mir eigentlich die meiste Zeit Spaß macht. Aber es gibt auch Phasen, wo ich mir denke, ich glaube, das ist normal. Also 100% gibt es nicht, aber wenn die Großteil der Tage Spaß machen, dann hat man, glaube ich, was gefunden, was einem taugt. Und
Und nur wenn man es gern macht, dann ja. macht man es, glaube ich, auch gut. Ja. Also. Aber wenn du jetzt ein bisschen anders als dein Papa eigentlich jede Möglichkeit gehabt hättest, alles zu werden, warum sitzt du dann heute hier? Ja, weil ich doch, also mir gefällt das Produkt, diese Natürlichkeit, mir gefällt das, dass man sagt, man hat eben eine regionale Verwurzelung, aber man hat doch diesen Geist, dass man einfach wirklich sie öffnet und rausgeht und die Kombination eben zwischen das, was man produziert, ist schön, das Team dahinter ist schön, man kann ein System schaffen, was wirklich toll ist mit auch der Landwirtschaft im Hintergrund, weil das ist ja, das sind ja unsere wichtigsten Partner und dann aber eben die Möglichkeit zu haben, was zu übernehmen oder wo reinwachsen zu dürfen, wo man dann sie wirklich verwirklichen kann selber, das ist natürlich schon toll. Das ist jetzt irgendwie ein spannendes Stichwort. Wie war denn diese Hofübergabe zwischen euch beiden und wie sehr pusht dir dein lieber Vater noch rein und wie sehr ja, arbeitet es ist ihr so, auch noch zusammen? Also ich glaube, es hat viel mit Respekt zu tun und wir haben einfach ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ja. Und man merkt halt schon, der Vater hat ja auch sehr viel geschaffen mit seinem Team. Und ich glaube, das ist, also ich habe meine Masterthese über Unternehmensnachfolge im Familienbetrieb geschrieben. Aha. Weil es eben eine sehr. Hat dich beschäftigt. Ja, also und es muss einen auch beschäftigen, weil es ist für die Unternehmung, für die Familie, aber für einen persönlich, das ist schon. Und ja, das meine ich mit Unternehmung. Mhm. Also eigentlich alle Stakeholder, jetzt nicht nur die Mitarbeiter, sondern halt hängt ja ein bisschen was dran. Mhm. Eine sehr erfordernde Zeit und man ist ja nur einmal in der Situation, eben als Nachfolger, Nachfolgerin. Aber dasselbe gilt ja als Übergeber oder Übergeberin. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, so, das würde uns nicht schaden, wenn man da einen wissenschaftlichen Hintergrund sich mal das anschaut, wo hat es gut funktioniert. Und es gibt leider Gottes total viele Beispiele, wo das nicht gut funktioniert hat. Und wenn das eben nicht funktioniert, dann geht es halt nicht nur die Unternehmung leider drunter, sondern sehr oft halt die Familie. Und das wollten wir halt oder auf alle Fälle vermeiden. Ja. Und wir haben aber ein richtig gutes Verhältnis und natürlich. Und eine Begleitung ja gehabt, nicht? Ja, also wir haben in diesem Prozess eine externe Begleitung gehabt, was sehr wichtig war. Ganz bewusst von Anfang oder erst, wie es genau. das erste Mal gemacht hat? Ja, eigentlich schon. Und es ist ja oft so, diese Unternehmer und Unternehmerinnen, die beschäftigen sich nicht mit dem, was danach kommt, sondern da ist so Firma. Oft sind da nicht so viele Hobbys da und so. Und ich habe dann schon gedrängt und gesagt, du Papa, jetzt müssen wir mal drüber sprechen. Ich hoffe, dass so ist, dass du noch lange fit bist, aber wir müssen einfach auch uns mit dem danach beschäftigen und das tut ja keiner gern. Und da haben wir halt dann Gott sei Dank wen gefunden, der auch sehr gut zu uns passt hat, weil man einfach auch mal unangenehme Fragen stellen kann, die vielleicht in diesem Familienverbund gar nicht so möglich sind. Aber nur mal zu dem, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich schaue auf Dinge anders wie der Papa. Ich bin sehr froh, dass er so fit noch ist, dass man einfach aus dieser Erfahrung profitieren kann, weil ich finde schon so, man muss eben auch bewusst damit umgehen, da ist schon sehr viel richtig passiert. Und nur wenn man jetzt da hinkommt und nachher sagt, bah, ich habe keine Ahnung, ich schaue jetzt auf das alles ganz anders, ich schmeiße jetzt alles über den Haufen. Ich glaube, wichtig ist, auf das, dass man sich weiterentwickelt, dass man nicht versucht, irgendwas zu kopieren. Und das man muss dann nachher du sagen. Genau, aber da sind wir auf, glaube ich, auf einem ganz guten Weg und gerade in Zeiten wie diesen, die halt schon sehr anspruchsvoll sind, ist einfach eine Erfahrung, glaube ich, sehr wichtig. Was sind denn so die größten Herausforderungen in dieser Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn? Ja gut, natürlich ist die Unternehmung steht als die Unternehmung steht natürlich immer im Wesentlichen im Vordergrund. Und man muss natürlich jetzt sich auch entsprechend immer noch austauschen. Und das tun wir ja immer. Wenn irgendwas ansteht, ich bin im Hintergrund, ich bin nicht jeden Tag da. Aber wenn man mich ruft, dann kann ich innerhalb von Minuten mich wieder einbringen. Ich muss natürlich aber auch schauen, dass ich nicht komplett rauskomme, weil sonst hat das gar keinen Sinn mehr, weil wenn du nicht weißt, wie der Hase läuft, auch vom Markt her, dann ist es besser, du gehst also zur Gänze raus. Nicht? Ja, und man muss schon auch sagen, das haben wir uns ausgemacht. Es geht jetzt nicht so, dass der eine sagt, wir gehen nach links und der andere sagt dann,
wir gehen nach rechts, sondern es ist so, dass die letzte Verantwortung jetzt bei mir liegt. Mhm. Wir stimmen uns da vorher ab und eben halt dieses Tagesgeschäft, das ist ja eh woanders, aber halt eben bei großen Entscheidungen die Generallinie wird auch in der Familie getroffen, aber wo eben auch die ganze Familie auch mit dabei ist. Ja, ja. Weil es ist schon so, ich sag, wenn man halt, wir haben es relativ viel investiert die letzten paar Jahre, das ist schon so, dass man da auch wichtig, dass man einfach halt die Leute abhört und er sagt, du, wir haben das vor, machen wir das oder machen wir das nicht. Mhm. Aber zum Schluss muss eine Person geben, die dann sagt, ja, da einen Hut drauf und Gerhard, so machen wir es. Entschuldige, Gerhard, wie ist denn das nach 60 Jahren? Weil du sagst jetzt nämlich, am Schluss muss einen geben, der dann die Entscheidung trifft. Wie ist es, wenn man 60 Jahre Unternehmen leitet, aufbaut? Nein, 60 habe ich nicht geleitet. Ja, ein bisschen also weniger. Ein bisschen weniger. Sagen wir lang, ja. Und für alles verantwortlich ist. Und dann mehr oder weniger der Tag kommt, wo man die Verantwortung übergibt und dann wer anderer verantwortlich ist. Ist das schwer, leicht, befreiend oder alles auf einmal? Nein, ich glaube, es ist schon so, du musst mit dir selber im Reinen sein. Weil ich muss mir ja sagen, was will ich dann noch? Also ich bin jetzt nächstes Jahr 80 Jahre alt. Mhm. Ich meine, ich kann nicht sagen, er soll irgendwas tun und ich werke da noch wie ein Böser, bis ich vom Sessel falle. Mhm. Also ich will eigentlich meine Periode bis daher und dann ist die abgeschlossen. Wie ist abschließen? Du kannst es abschließen. Du musst nur so schneidig sein mit dir selber, dass du sagst, es ist jetzt so. Ja. Ich frag deswegen, weil wir ganz oft das Thema hören, Hofübergabe oder Käsereiübergabe, Wurstwasübergabe, Unternehmensübergabe ist immer ein schwieriges Thema. Es ist schwierig. Und loslassen ist schwer. Ja. Und wie lässt man denn los? Es gibt Leute, die kennen das und es gibt Leute, die kennen das nicht. Oder gibt es irgendwie Tipps und Tricks? Ja? Nein, ich glaube, du musst das vorbereiten. Du musst mit dir selber im Reinen sein. Mhm. Weil wenn ich heute weiß, dass die Ausbildung da ist, die so wie er sie benimmt, wie er auch gegenüber Mitarbeitern auftritt, gegenüber den Bauern, wenn ich das gutiere und wenn ich sehe, dass das so ein bisschen in unserem Sinn ist. Also ich sage es bewusst in unserem, so wie der Vater uns das auch erklärt hat. Also ich weiß, ich habe damals investiert, riesige Summe, und wir waren noch relativ klar da im 84er Jahr. Der Bankdirektor aus Wien von der ersten sitzt bei mir und das Mädel kommt rein und sagt, Schäfer, Bauer ist da. Sage ich, Herr Direktor, jetzt müssen Sie ein bisschen warten, weil der Bauer da ist. Hat der so, ist dem das Gesicht eingeschlafen, nicht? Jetzt habe ich dann extra lang gewartet, und glaube 20 Minuten sitzen lassen, dann bin ich wieder reingegangen. Sage ich, ich habe gemerkt, das passt Ihnen nicht. Mhm. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn ich dem Bauern mir nicht anhöre, dann brauche ich Ihr Geld nicht, weil dann bin ich auf der falschen Seite. Mhm. Also wir haben schon die Kinder, sage ich auch, ein bisschen so erzogen, dass sie wissen über die Wertigkeiten, ob das jetzt ein Mitarbeiter ist im Unternehmen oder ob das der Landwirt ist. Das sind schon Sachen, das haben wir gelernt und das haben wir auch weitergegeben. Mhm. Da musst du schon merken, dass, weil wenn er da hocharrogant umeinander stolziert, also da hätte ich nicht die große Freude. Nicht? Mhm. Nicht? Mhm. Also es ist schon so, dass man wahrscheinlich schon mit Erziehung auch immer wieder und auch ein bisschen Vorbild, jeder, der da draußen werkt, und ich kenne auch noch jeden im Unternehmen, und du kennst auch noch jeden beim Gesicht. Nicht? Und wie viele Satzen jetzt? 400. 400. Mhm. Das ist schon eine Herausforderung. Ja, also vom Gesicht schon, ich habe nicht das allerbeste Namensgedächtnis. Ja. Aber hassen alle du. Ja, genau. Ja. Aber dasselbe eben auch, also das ist, glaube ich, wenn nicht Vertrauen da ist, dann kann man nicht abschließen. Und was auch wichtig ist, einfach sich auch Hobbys aufzubauen. Das klingt jetzt blöd, aber das ist wirklich auch wissenschaftlich bewiesen. Oft ist es ja so, dass Firma und nur Firma und wieder und Firma. Und nichts anderes ist. Ja. Bianca und Willi schauen sich gerade an. Und ich glaube, wir haben vor einer Stunde über das geredet, oder? Ja. Beim Herfahren sogar. Mhm. Ja. Nein, und das ist einfach wirklich wichtig, weil man eben dann auch andere Aufgaben braucht. Weil das ist eben auch also in der Literatur beschrieben, dass es halt auch sehr oft so ist, dass dann die was rausgehen, die Personen halt in ein Loch reinfallen, weil irgendwie, ich habe jetzt ja überhaupt keinen Sinn mehr, sozusagen. Mhm. Und wenn man sich dann jetzt einfach früh genug auch was schaut, dann kann das einfach auch zu einfach einer seelischen Unglücklichkeitsgefühl führen, was man, glaube ich, in der Pension nicht haben sollte. Nein, gerade dann nicht. Genau. Und eben halt, das sind halt so
Tipps und Tricks, aber eben wie gesagt, man muss sie, und ich glaube, das gilt, ist jetzt egal, wie groß die Unternehmung ist, also oder bei Bauern, also wenn man sich das nicht gescheit überlegt, wie das weitergeht, geht es halt sehr auf den Graben und das ist halt eigentlich schade. Ja, das klingt bei euch jetzt sehr, sehr wertschätzend, wie ihr es gemacht habt, sondern sehr systematisch. Darf ich fragen, sind hin und wieder auch die Fetzen geflogen oder ist auf das... Auf alle Fälle. Ja, klar. Nein, auf alle Fälle. Es ist nicht nur so ganz auf soft, nicht so ist es nicht. Nein, man muss einfach da halt unterschiedliche Auffassung zu was. Ja, man muss einfach ehrlicher mit den Themen umgehen. Aber man muss halt auch in einem Rahmen sich das selber irgendwo aufbauen, wo es auch okay ist. Und das ist halt, wenn wer externer dabei sitzt, einfach viel einfacher. Weil ja, sonst jeder hat seine Rolle. Das ist die ja wechselseitige Wertschätzung, die ist schon wichtig. Aber es ist, also wir haben auch unsere Sträuße auszukämpfen, das auf alle Fälle. Also das, aber das gehört ja dazu und das ist ja spannend. Aber ihr habt es dann trotzdem oder gerade deshalb geschafft oder habt es dieses Jahr, habe ich gelesen, euer Zwei-Generationen-Projekt umgesetzt, habt den Standort, wo wir da jetzt sitzen, in Hendorf, umgebaut und angebaut und zugebaut. Ja. Und habt jetzt sind wir da auf 5000 Quadratmetern und es können in der Endausbaustufe, dieses Wort hat mir gefallen, 10.000 Tonnen Käse im Jahr erzeugt werden, was doppelt so viel ist wie vorher. Warum habt ihr das gemacht? Warum zusammen? Und wie ist das gelaufen? Und warum? Ja, ich glaube, man muss da ein bisschen ausholen. Wir haben, gerne. Hol aus. Also wir haben, oder der Vater hat eben, wo er diese zwei Betriebe, Händler von Zeekirchen, da zentralisiert hat. Vor 40 Jahren, knapp. Ja, sehr erschreckend, bin ich auch schon fast 40. Hallo. Ja. 37 ist ja, nicht fast 40. Ja, okay. Ich bin 42 und ich fühle mich jetzt, wenn man irgendwer sagt, ich bin auch schon fast 40. Fast schon wieder ein bisschen. Aus der Papa beim Einerkommen, schon wieder ein Alter, jetzt du. Ich verlasse den Podcast. Nein, eben haben wir da das eben so gemacht, dass, oder ist da konzipiert worden mal und wir haben... Was ist denn passiert? Gott sei Dank sehr positive Entwicklung gehabt. Und waren irgendwann einmal oder sehr lange haben wir keinen Platz mehr gehabt. Das heißt, wir haben wirklich, wir sind aus allen Nähten geplatzt. Wir haben eben auch sehr lange gebraucht, dass wir die Grundstücke, die da anschließend sind, kaufen können. Das war auch ein sehr spannender Prozess. Und wenn man eben dann sagt, man ist in einer Phase, wo man eigentlich schon. Man hätte sehr viele Ideen, aber man kann nichts mehr machen, weil einfach der Platz nicht da ist. Und wir haben uns jetzt eben von der Größe her oder von den Möglichkeiten haben wir relativ uns viel Platz geschaffen, aber wir sind ein Unternehmen, die, also ob man das ist jetzt nicht der Plan, dass wir in 5 Jahren sagen, boah, jetzt müssen wir doppelt so groß werden, sondern wir wollen einfach Dinge machen, die Sinn machen, Dinge, die nachhaltig eben auch Wertschöpfung bringen. Weil die Wertschöpfung, die muss dann auch wieder beim Landwirt und bei der Landwirtin landen, damit das ganze System weiterhin funktioniert. Und deswegen haben wir eben schon 2 Schritte sehr knapp nacheinander gesetzt, damit wir dann auch, sage ich mal, die nächsten Jahrzehnte, sage ich mal, auch wieder eine Ruhe hat und dass man sich auf das fokussieren kann, um was das dann geht. Und das heißt einfach, Top-Lebensmittel zu produzieren, ein System dahinter zu schaffen und halt für die Region Dinge zu erwirtschaften, die einfach diesen Kreislauf, den es da gibt mit Landwirtschaft im Hintergrund, verarbeitenden Unternehmen, hoffentlich Kunden, die happy sind mit dem, was man macht, dass das gescheit funktioniert. Und was genau sind diese Ideen, die hier Platz brauchen? Ja, ein Satz dazu. Und das Wachstum wird Pomale sein. Das war es immer. Also wir haben nie gesagt, 15% rauf nächstes Jahr und dann wieder 8% runter. Das hat es nicht gegeben, sondern wir haben immer ein paar Prozent dazu und schaut, dass wir das also gut platzieren. Und so sind wir eigentlich über die ganzen Jahrzehnte gut gewachsen und das ja, wird und, auch in Zukunft. Und man muss halt auch schauen, so sein. Eben wann was. Und die Möglichkeit soll ich haben, dass ich ja, wo haben kann. Das schon, aber man muss halt auch immer schauen, was macht Sinn, ist dieses Wachstumsthema. Eben muss es so in dieser Form weitergehen. Aber wir haben einfach halt wirklich immer das Thema gehabt, dass wir die Dinge nicht umsetzen haben können, die halt auch in den Köpfen schwirren. Und wo die Reise dahin geht, also wir haben eben jetzt eine neue Naturkäserei auch gebaut.
wo wir jetzt schon neue Produkte gehabt oder jetzt am Markt gebracht haben, die es auch schon zu kaufen gibt, haben schon eine weitere Ideen, wo es hingehen kann. Und immer halt unter der Prämisse, dass es muss eine richtig gute Qualität sein, weil beim Lebensmittel ist zum Schluss Gott sei Dank nur so, Preis muss natürlich auch stimmen, aber wenn man ein bisschen mehr dafür verlangen will und wenn es dann nicht so gut schmeckt, dann kaufe ich es mir sicher schwierig. Nicht mehr. Ja. Und wenn es aber gut schmeckt, dann bin ich wieder dabei. Ja, dann reden wir jetzt ein bisschen über das Käse machen, über euer Kerngeschäft, deswegen sind wir ja auch da. Jetzt wissen wir sehr gut, wie das Unternehmen entstanden ist. Aber jetzt versuchen wir ein bisschen auch herauszufinden, wie die Produkte entstehen. Eine Frage vorweg, Käserei, Molkerei, dieser Begriff, also ich verwende ihn selber, glaube ich, meistens falsch und hin und wieder richtig. Seid ihr jetzt eine Käserei, wir eine Molkerei? Was unterscheidet euch noch von einer Molkerei? Also wir sind eine reine Käserei, weil wir eben keine frischen Produkte produzieren. Also wir machen jetzt kein Milch, kein Joghurt und das eben, wenn man diese Produkte nicht produziert, dann ist die Molkerei und Käserei ist quasi ein Käseproduzent. Ah, aber ich habe sie klar. Ja, schau. Ja. Das heißt, die Schritte sind im grundsätzlich die ähnlichen von Molkerei und Käserei. Das heißt, ihr holt die Milch auch, oder? Bis also die Milcherinnen ist, sind wir gleich. Gleich. Genau. Es geht nur um das, was dann rauskommt. Was dann daraus produziert wird. Genau. Okay. Also das habe ich nicht gewusst. Ja. Ich hätte jetzt mit einer anderen Antwort gerechnet. Nein. Aber schön. Es gibt weiße Produkte. Nicht? Das ist die Trinkmilch und das ist der Schlagobers. Die weiße Palette, oder? Die weiße Palette, ja. Dann gibt es die bunte Palette. Das ist das Joghurt noch dazu. Ah. Fruchtjoghurt. Und dann ist gelb. Und wir sind gelb, weil gelb ist Käse. Ja, der meiste. Aha, schau. Okay. Der Butter ist zwar auch gelb im Mai, aber der gehört zur weißen Gruppe. Ja. Weil ihr jetzt sagt, ihr macht zu 3/5, glaube ich, habt ihr gesagt, Schmelzkäse. Wollen wir uns vielleicht heute, weil wir sind ja nicht die ersten Käsemacher, mit denen wir sprechen, vielleicht ein bisschen fokussieren auf das Thema Schmelzkäse, was da dazugehört, wie das auch hergestellt wird. Und dann habt ihr jetzt gesagt, Naturkäserei. Mhm. Das habt ihr jetzt angefangen, vielleicht schauen wir nachher da nochmal drauf. Ja. Aber ist all diesen Käsesorten, die ihr produziert, irgendwie Grundschritte gemein, die wir jetzt zusammenfassen können? Oder ist Schmelzkäse und Naturkäse komplett andere? Das sind schon zwei verschiedene Schritte, weil der Naturkäse eben, der kommt oder basierend auf der Milch und Schmelzkäse ist aber basierend auf Käse. Das heißt, ich hab bei Schmelzkäse eben, also natürlich, ich hab grundsätzlich ist schon die Milch auch bei diesem Käse, der da eingesetzt ist, der Ausgangspunkt, nur ich habe beim Schmelzkäse aber eine Rezeptur dahinter. Das heißt, ich habe verschiedene Käsekomponenten, die eben zu Teilen eingesetzt wird. Dann ist eine Butter dabei, dann kommt ein bisschen ein Milchpulver dazu. Mhm. Das Ganze wird vermischt und dann erhitzt. Und durch diesen Erhitzungsschritt eben schaffe ich das, dass ich eine gleichmäßige viskose Masse eben produzieren kann. Und durch diesen Erhitzungsschritt eben entsteht auch diese längere Haltbarkeit und wird dann eben halt abgefüllt. Und bei der Milch ist eben so, oder beim Naturkäse, was für uns auch sehr wichtig ist eben, ich habe die Milch, dann eben diesen Käsungsprozess, also mit Lab und Kultur, Käsegelehrte schneiden, Bruch, Molkegemisch, Abfüllung und dann Naturkäse. Aber eben bei uns im Schmelzkäse ist auch so ein Bestandteile von dem Naturkäse, den wir machen, landet auch bei uns im Schmelzkäse. Mhm. Aber halt, es ist ein anderes Verfahren. Also ich habe jetzt beim Schmelzkäse fertigen Käse schon, den ich eben, also in unserem Fall, teilweise zugekauft, teilweise eben... Ah, der wird zugekauft, das ist nicht... Genau, es ist nicht Käse, nur, den ihr herstellt, sondern genau, es nicht auch nur, Käse zu. Ja. Genau, also weil diese Menge wird man nicht schaffen. Mhm. Und sind aber eben, es ist im Endeffekt auch so, wenn ich, also beim Schmelzkäse, und der hat ja ab und an das beste Image, was aber eigentlich nur europäisch ist, zum Beispiel in Asien oder wo, hat das ist ganz anders. Und wir haben einfach beim Naturkäse durch die Heumilch und Biohäumilch einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch und dasselbe ist beim Schmelzkäse auch so. Weil wenn ich vorne was Gescheites reingebe, dann kommt hinten auch was Gescheites raus. Und das ist halt da auch so, also wir sind auch im Schmelzkäse-Segment, in einem Premium-Segment unterwegs mit der Happy Cow. Oder auch bei uns, weil es einfach für unsere Philosophie muss derselbe Ansatz sein. Weil ich kann nicht sagen, auf der einen Seite bin ich beim Naturkäse ganz oben von der Qualität und beim Schmelzkäse wäre es mir wurscht. Sondern das ist wirklich so, dass wir da immer schauen, dass wir da Top-Qualität produzieren. Wo kauft man denn Käse
zu, um Schmelzkäse zu produzieren? Sind das Käseleibe? Ja, es ist verschieden. Das ist eben, wir haben Partner in Österreich eben, wo wir zukaufen. Wir haben Partner in Deutschland. Also es ist Deutschland und Österreich eigentlich sind die Hauptmärkte, wo wir da zukaufen. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Da haben wir auch sehr lange Partnerschaften schon. Ja. Und genau, und das sind eben das ist sehr gutes Eiweiß, was halt dann quasi einer weiteren Verwertung zugeführt. Jetzt fällt gerade der Milchwagen vorbei. Genau, ja. Deswegen ist es ein bisschen lauter. Ja. Aber kann ich mal, wie stellt man sich das vor? Ihr kauft sich dann so kiloweise Käse zu, in so Laiben und so und die schneidet dann auf oder kommt es dann in Containern in geschredderter Form, tiefgekühlt oder so? Nein, das sind Käseblöcke oder Käseleibe, die dann werden bei uns am Labor, was rund um die Uhr besetzt ist, eben analysiert. Wir geschaut eben, wie ist die Qualität, passt das alles zu unseren Vorgaben. Ja. Und dann ist so, dass eben eine Käseverwiegung ist. Das heißt, ich habe diese verschiedenen Komponenten, wo ich eine Rezeptur dahinter habe, wo ich sage, ich habe jetzt 20 Kilo Emmentaler, 20 Kilo Gouda, 20 Kilo Bergkäse, Butter dazu, wird dann eben zerkleinert, kommt dann in einen Mischer rein. In diesem Mischer eben wird nur ein bisschen Pulver dazu gegeben, damit das Pulver eben, hast. Milchpulver. Milchpulver. Milch- und Molkepulver und dann mit eben. Mit dem Zweck. Frisches Eiweiß genau, bindet frisches, das Ganze. Genau, bindet das. Damit. Und dann eben wird diese Masse auch ständig beprobt, ob eben der Fettgehalt passt, Trockenmassegehalt passt. Und dann eben über eine Maschine, das heißt eine Hocherhitzung mit einer Dampfinjektion, wird quasi diese Masse vor dem Kreis und wird dann erhitzt. Durch Dampf. Also durch die Dampfinjektion wird erhitzt. Genau, und dann eben geht es zu der Apfelmaschine. Auf wie viel Grad wird erhitzt? Auf 142,5, ganz 100. Kurz. Ja. Bruchteile von Sekunden. Ne? Genau. Ah, ganz kurz. Ne? Ganz kurz, ja, weil sonst wird das ja anbrennen. Und das quasi wird dadurch gedruckt mit also geschoben mit Druck und dann geht es eben auf die Apfelmaschine. Aber das heißt, der Schmelzkäse, zumindest der von euch, also wir reden jetzt nur über euren Käse, das ist eigentlich eine Mischung, ein Blend, genau. So wie aus unterschiedlichen Hartkäsen, oder? Aus unterschiedlichen Hart- und Schnittkäsen. Aber kann zum Beispiel einmal, es kann einmal ein Weichkäse auch dabei sein. Also kann man mehr Kunde drin sein, theoretisch. Ja, ja, also so ganz... Aber gleich richtigen damit. Nein, ganz, also ganz, genau, nein, ganz, nicht. Ganz nicht. Kleinen Teilen. Eigentlich ist es Schnitt- und Hartkäse, so die einfach da weiterverarbeitet werden. Vom Geschmack. Genau. Also alles, was eher einen geringen Wasseranteil hat, oder? Ja. Kann man so sagen. Genau. Also es gibt ja zu den Käsesorten, ich glaube, ich versuche es einmal, es gibt den Hartkäse, den Schnittkäse, dann den Weichkäse und Frischkäse. Und Frischkäse, genau. Und Schmelzkäse haben wir jetzt gelernt. Genau. Ja. Ja. Ist eine eigene Käsesorte, oder? Ja, ist eigene Käse. Ja, es ist eigentlich ein eigener Typus von Käse, weil es eben, wie du gesagt hast, eine Verbindung aus verschiedenen ist. Das heißt, deswegen passt der Schmelzkäse jetzt nicht irgendwo rein, dass ich dann sage. Wurscht, lass mal. Jetzt wirklich, ob ich kann. Uns fällt immer der Mikroschutz runter, der Popschutz heißt es übrigens, netterweise. Aber lass es, es geht so, es geht eh ohne. Bist du dir sicher? Ja, es geht oder ohne. Oder fluchst du nachher wieder? Nein, ich fluch nicht. Wann dann hörst du mich unter dem Podcast schon fluchen? Ist das da? Nein, passt schon, lass einfach, das passt gut. Das heißt, unterschiedliche Käsesorten im Schmelzkäse dann hoch erhitzt für die Haltbarkeit. Das ist so eigentlich der USB des Schmelzkäses ist einfach sehr convenient wahrscheinlich, weil man gut aufstreichen kann. Das heißt, du kannst ihn relativ schnell auf ein Brot bringen. Ja. Und die lange Haltbarkeit. Genau. Mhm. Und das war zum Beispiel während Corona, also erste Lockdown-Phase, war eine extrem hohe Schmelzkäse-Nachfrage. Wirklich? Weil ja die Leute Klopapier und Schmelzkäse, oder genau, was? Genau, weil die Leute eben ja gebunkert haben und sie eben halt angeschaut haben, was funktioniert oder was kann ich halt auch länger irgendwo mal lagern. Also war eine sehr spannende Zeit. Nudeln, Schmelzkäse, Klopapier. Eine sehr spannende Zeit. Ja. Okay. Anders hätte ich nie, ja, interessant. Wie seht ihr das Image von Schmelzkäse? Weil es ist ja im Prinzip durch die Ultra-Hocherhitzung ist ja das, was man im Naturkäse dann macht, wahrscheinlich, wenn man mit Rohmilch arbeitet, dass man einfach mit den Bakterienkulturen etc. arbeitet. Ja. Das ist halt alles weg, oder? Ganz das ist eine andere Liga. Nicht? Genau, es ist anders. Ja. Es ist andere eigentlich Verwendung. Ist eben eine Zusatzverwendung von Eiweiß, wo man eben wirklich aus verschiedensten Komponenten ein super gutes Produkt machen kann. Mhm. Es ist halt so, es war vielleicht früher so, dass da nicht so drauf geschaut worden ist, was da eingesetzt wird. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist das Image jetzt nicht ganz so gut. Aber halt, das ist,
glaube ich, auch eher ein zentraleuropäisches Ding, weil wenn man jetzt halt woanders hingeht, dann ist eigentlich das Image ein ganz anderes. Mhm. Ja, ja. Und es kommt halt immer darauf an, das ist dasselbe wie bei einer Wurst oder auch bei einem veganen Aufstrich oder irgendwas, wenn ich vorne was Gescheites einsetze, kommt hinten was Gescheites raus. Und ich glaube, so muss man da hingehen. Mhm. Und man muss halt auch sagen, wenn jetzt zum Beispiel mal ein Emmentaler bei uns eben halt die Lochbildung nicht ganz so passt, dann kann man da dieses Eiweiß, was ja eigentlich super gut ist, auch weiter verwenden. Und das also ist ihr halt habt da quasi auch für potenzielle Fehlproduktionen gleich genau, also Fehl im Sinne genau, von weniger also, Löcher. Ja. Also ja, ja. Fehl, wenn halt irgendwas jetzt vom Lochbild her nicht passt, wenn jetzt irgendwas Bakteriologisches nicht passt, dann natürlich können wir das nicht hernehmen. Mhm. Aber eben, wenn irgendwas da passiert, und das passiert uns auch ab und an, weil Käse machen ist ein sehr... es ist schon eine sehr hohe Wissenschaft, und Milch ist ein sehr heikles Produkt und es sind viele Einflussfaktoren. Das wissen wir. Und das ist eigentlich super, dass man da zwei Standorte hat oder Standbeine hat, wo man quasi das eine und das andere auch machen kann. Das heißt, da sagt. Ja. Wenn jetzt quasi, wenn es um den Naturkäse geht, warum heißt das so und was ist es dann? Was kommt rein und wie geht es dann weiter? Ja, bei uns, also wir haben das Glück eben, dass wir ja bei uns im Unternehmen ist der Begriff Heumilch definiert worden. Wir haben die Heumilch seit jeher da in diesem Gebiet gehabt. Das heißt, das war früher ein Silo-Sperrgebiet. Das heißt, Silage, da hat keine Silage eben produziert werden dürfen. Und in der Altzeit. Und also der Vater hat das Gott sei Dank gecheckt, dass es sind nur mehr 3% der ganzen Milch in Europa, die was so traditionell hergestellt werden. Das heißt, Kühe kriegen im Sommer frisches Gras, im Winter getrocknetes Gras, Heu und ganz, also wirklich minimale Anteile von vielleicht Getreideschrott, was da beigefüttert werden darf. Da gibt es dieses Heumilchregulativ. Und das ermöglicht uns, dass wir diese alten Rezepturen von anno dazumals ein bisschen angepasst nur immer verwenden können. Das heißt, wir haben von der Zellzahl und von der Keimzahl her eine super gute Qualität, die wir von den Bauern und Bäuerinnen kriegen. Mhm. Wir haben dann ein Lab, was wir einsetzen zum Gerinnen der Milch. Ist nur mehr, also ist ein synthetisch hergestelltes Lab bei uns, also nicht mehr, ist ein Enzym eigentlich aus dem Kälbermagen. Ist jetzt bei uns synthetisch hergestellt, haben unsere Kulturen. Es ist nichts mehr tierisches, das heißt, ist so gesehen das Lab, kommt genau. Man dann als für veganes Produkt zum Beispiel. Nein, für vegetarisches. Vegetarisch. Also vegan, geht ja nicht, weil die Milch aus dem Milch ist. Ja. Ja, okay. Aber ist vegetarisch. Man möge mich schelten für meine Unlogik. Ist okay. Und dann haben wir eben unsere Kulturen, die wir selber züchten. Und dann haben wir Wasser, Salz aus Ebensee. Und das war's. Mhm. Also wir haben weder Konservierungsstoffe noch Geschmacksverstärker noch irgendwas. Mhm. Und das ist eigentlich schon richtig toll, dass man so ein natürliches Produkt da herstellen kann. Mhm. Wir haben schon vom Karl Neuhofer gelernt, Arge Heumilch, das seid ihr ja auch ein Teil davon, dass man mit Milch, die von Kühen stammt, die mit Silage gefüttert werden, eigentlich Emmentaler oder gewisse andere Käse, aber vor allem Emmentaler haben wir von ihm gelernt, gar nicht mehr so herstellen könnte, sondern eben diese alten Rezepturen dieses Käses gehen nur mehr mit der Heumilch. Genau. Und der Christiane Wössel, bis man dazu. Ja, genau. Ja. Gelernte Käserin. Die in einer Emmentaler Käserei aufgewachsen ist. Ja, genau. Aber du sagst ja selber, okay, ihr braucht es dafür die Bauern und die Qualität muss passen. In welchem Verhältnis steht sie zu denen? Wo kommt da der Rohstoff her? Und kennt ihr die alle? Ja, wir kenne auch alle. Wir haben nicht ganz 600 Bauern, wo wir jeden Tag die Milch abholen dürfen. 600? Ja. In einem Umkreis von 50 Kilometer, also super regional für unsere Größe. Mhm. Und das sind eben auch als Familienbetriebe, die teilweise seit 3 Generationen oder 5 Generationen mit uns schon zusammenarbeiten. Das holt sich alles selber ab. Genau, also wir haben bis letztes Jahr nur eigene Milchsammelwegen gehabt, haben das jetzt aber ausgelagert an Frechter, die eben da Touren haben, wo eben die Heumilch und die Bio-Heumilch eben geholt wird und kommt dann eben zu uns her und wird dann eben tagesfrischer verarbeitet. Ist das quasi für euch ein Muss, weil ihr ja abhängig seid von der Qualität? Genau, also es ist für uns, das sind eben, ist wiederum eine Kreislaufwirtschaft, also wir sind von den Kühen und der Fütterung und der Qualität der Milch, also und auch von den Bauern und Bäuerinnen, total abhängig.
Weil nur, wenn wir diese super gute Qualität kriegen, können wir diese Käse, die auf alten Rezepturen basieren, so machen. Das heißt, wenn jetzt die alle sagen, wir hören auf mit der Heumilch und wir gehen woanders hin, dann hätten wir ein riesiges Problem. Deswegen zahlen wir eben auch einen Heumilchzuschlag, weil einfach für diese arbeitsintensivere Bewirtschaftungsweise das quasi auch muss auch abgegolten werden. Ist jetzt aus eurer Sicht so eine Milch aus einem Silagebetrieb oder wo halt Silage verfüttert wird, ist die jetzt qualitativ schlechter aus eurer Sicht oder ist die einfach nur fürs Käsemachen weniger geeignet? Nein, das wollen wir eben, also das ist bei uns. Weil das also ist immer so ein bisschen so ein Konflikt, der im Raum steht, so Heumilch, Silage etc. Das ist eher eine andere Qualität, nicht? Genau. Aber nicht eine schlechte Qualität, sondern für diesen Zweck nicht geeignet. Genau, und das ist uns auch wichtig. Wir wollen auch diese Landwirtschaft nicht so auseinander dividieren und halt sagen, ja, das sind die Guten und das sind die Schlechten, weil das stimmt bei Gott nicht. Es ist die konventionelle Silagemilch ist auch super gut. Also hat auch sehr, sehr hohe Standards. Bei der Heumilch, die hat halt ein paar andere Standards und halt vielleicht ein paar Aspekte, die nur ein bisschen positiver sind. Aber wir werden nie sagen, dass die eine Milch schlecht ist und die andere ist gut, sondern das kommt eben auch sehr stark auf den Landwirt und die Landwirtin an, wie die einfach ihren Hof im Griff haben. Und es gibt, also die Qualität in Österreich, kann man sagen, eigentlich bei allen Produkten ist richtig. Es war natürlich schon so, dass bis vor dem EU-Beitritt konnte in Österreich ein Emmentaler nicht aus Silagemilch produziert werden. Durfte nicht und war auch technisch nicht möglich. Nicht? War auch vom Codex auch so geschützt. Es gibt eine Maschine, die ist eine Zentrifugalentkeimung, sodass sie alle Bakterien da vielleicht ein bisschen wegkriegt. Aber vielleicht könnt ihr uns nochmal aus der Sicht jetzt der wirklichen aktiven Käser erklären, was jetzt das genau ist, warum das mit der Heumilch jetzt funktioniert, das Käsemachen, und das mit der Silage nicht funktioniert. Weil du durch dieses vergorene Mittel, Futtermittel, also die Silage, kriegst du Sporen in die Milch, Sporenbildner, einen Eintrag. Das ist einfach durch die Gärung des Futters. Und diese Sporenbilder führen dazu, beim Hartkäse oder beim Käse, der länger gereift, dass Risse entstehen. Ah ja, genau das. Und deswegen eben ist es eigentlich oder war es sehr lange nicht möglich, weil man diese Sporen aus der Silagemilch nicht rausbekommen hat. Und auch, sage ich mal, vom Geschmack her einfach es ein bisschen in die süßliche Richtung geht und das wirst du beim Bergkäse oder beim Emmental einfach nicht haben. Und deswegen ist eben das Produkt ist halt dann ein anderes Produkt. Und ja, und das ist einfach das Tolle an der Heumilch, dass sie eben durch diese Fütterung, diese ursprünglichste, einfach so eine super Qualität hat, dass das auch länger gereift möglich ist. Über die Heumilch haben wir schon im Podcast mit der AG Heumilch eigentlich relativ viel gehört. Was mich interessieren wird jetzt auch zum Prozess des Käses, haben wir auch mit dem Podcast mit Lukas Zankl zum Beispiel schon einiges darüber gehört, wie jetzt Käse produziert wird. Aber was ist jetzt der qualitative Unterschied oder nicht qualitativ, das falsche Wort? Was unterscheidet jetzt die Prozesse bei euch? Ihr seid ja doch, sage ich jetzt mal, relativ groß beim Käsemachen von einer kleineren Käserei, wie der zum Beispiel von Lukas Zankl. Im Endeffekt, der Prozess ist genau dasselbe. Ja. Es ist halt das. Mit einem kleinen Boot, genau. Macht halt aus 1000 Liter einen Lorb, ich sage jetzt was, nicht? Ja. Oder aus 500 Liter einen Bergkäse. Das ist dann der Prozess selber, wird in etwa 2,5-3 Stunden dauern, bis von der Rohmilch zum Rohkäse eben es soweit ist. Diese ganze Gärungsprozedur läuft gleich ab. Ist kein Unterschied. Genau. Es wird nichts anderes verwendet, höchstens Geräte wahrscheinlich oft. Ja, natürlich ist es ist halt, sage ich mal, vielleicht die Automatisierung ist vielleicht ein bisschen anders. Ja. Was schon Unterschied ist, und das ist quasi auch der Schatz einer jeden Käserei, sind die Kulturen. Aha. Also die Kulturenstämme sind vielleicht die ähnlichen, aber diese Nuancen, ob dann auch das wirklich was Gutes, also vielleicht was Besseres rauskommt, subjektiv gesehen. Das ist der Punkt. Oder? Das ist eben das, wo halt jeder auch, sage ich mal, seine eigene Herangehensweise hat. Und das finde ich halt auch super spannend. Und das ist ja das Schöne bei uns, Gott sei Dank, dass eben diese Sennereien noch gibt, wo wirklich dieses Handwerkliche ist, wo es auch
verschiedenste Qualitätsstufen gibt, also von super bis vielleicht nicht so super. Und dasselbe ist halt dann auch bei uns auch, also gibt es halt auch, sage ich mal, und wir sind jetzt halt kein kleiner Betrieb, was halt mehr Richtung Industrie geht, aber das Gute ist, dass es wirklich am Menschen hängt. Und das ist so, die Milch, wenn es jetzt warm ist, ist anders, also wenn so Hitzeperioden sind. Mhm. Wenn in einem Stall irgendwo Unruhe ist, weil zum Beispiel gerade 3 Kühe köbern, ist die Milch anders. Oder ein Stier spinnt. Ja. Also es liegt auch an dem männlichen. So, dass man schmeckt. Dass einfach der Prozess ein bisschen anpasst wird. Und das kann man glauben oder nicht, der Vollmond spielt auch eine Rolle. Ja. Ob der Kass schneller kommt oder nicht so schnell. Und das ist ja eigentlich das Schöne, dass ob klein oder groß, zum Schluss brauchst du das Know-how von Menschen, der halt dann auch wirklich entscheidend ist, ob das jetzt zum Schluss dann wirklich was Gutes wird oder nicht. Aber wie bringt ihr das bei dieser Größe, bei dieser Menge, die ihr habt? Ich verstehe es, weil ich auch kleine Käsereien gesehen habe, wie eben die beim Lukas. Der ist da drin, das ist überschaubar, aber da sieht er von einem Ende zur anderen von der Käserei, da hupft er um, mehr oder weniger. Mhm. Da kann er das relativ leicht überblicken. Ja? Und es, aber wie macht man dieses menschliche, dieses Gespür? Wird das alles gemessen schon? Sind das Anlagentechniken oder sind echt nur Leute? Naja, schau, du hast eine gewisse Standardisierung, aber zum Schluss zum Beispiel, wenn es jetzt ums Schneiden geht des Bruchs, um auch die Körnung mit der Kelle, Bruch-Molke-Gemisch raus auf die Hand und dann wird geschaut. Und ist auch im großen Betrieb so. Ja. Also du kannst standardisieren bis zu einem gewissen Grad und das ist ja das Schöne, dass du dann wirklich nur einfach halt die letzten 5% halt auskitzeln kannst, dass ich sage, habe ich das Gespür dafür und das Know-how und was ich, wie muss ich reagieren, wenn es jetzt, keine Ahnung, in die eine oder in die andere Richtung geht, und das haben wir genauso. Und natürlich ist es halt eine andere Dimension, aber im Endeffekt ist dadurch, dass es beim Bauernhof selber es ja doch schon jetzt um etwas größere Einheiten geht wie früher, nicht, wo einer nur 10 Kühe gehabt hat, sagen wir da jetzt irgendwo bei 30 vielleicht, dass es Gefäße gibt, wo gekühlt wird, dass sofort, also wenn er gemolken hat, und wenn das früher nicht war, und es war, sage ich einmal, August, der sehr heiß war, wo das Wasser schon knapp war, wo Gewitteriges war, wo die Kühe unruhig waren, dann haben wir nächsten Tag eine Milch gekriegt, die sehr aggressiv war. Mhm. Und dann sind wir einfach hergegangen in diese 1000-Liter-Kessel, hat man eben nur dann 800 Liter oder 900 Liter reingeben und hat vielleicht einmal 100 Liter Wasser noch geschossen, weil das Wasser geht ja eh über die Molke wieder weg, nicht? Um das ein bisschen zu beruhigen. Mhm. Das ist jetzt natürlich anders geworden, weil die Betriebe natürlich Kühlungen haben, also die Milch, die kommt außer mit 37 Grad und wird sofort gekühlt und nach einer Stunde ist die halt bei 6 Grad und ist einigermaßen stabil. Mhm. Somit ist die Basis natürlich standardisierter. Und stabiler nicht. Aber trotzdem nicht, ist jeden Tag anders. Aber haben nicht die Fehler oft den Kaso ausgemacht? Ja, ganz klar. Nicht? Du, wenn dem das wurscht war. Ja. Weil solche hat es auch gegeben, so Hanswursten, die halt da nicht geschaut haben genau. Ja. Und dann hat es den alten Fuchs gegeben, der genau gewusst hat, was er denn, wenn sowas war, so schwierige Phasen, was muss er denn tun? Nicht? Muss er mit der Kultur zurück? Darf er vielleicht ein bisschen schneller auf die Presse? Muss er den Bruch ein bisschen kleiner machen? Also das hat den ausgemacht. Und da müssen Vater Hans, ja, oder der Sepp ist das gewesen. Für den Christian Mösel, der Vater. Ja, klar. Bekannter von mir auch nicht. Und wir kennen die ganze Mösel-Bande da. Da sind ja 7 Kinder gewesen oder 6. Ich glaube, es sind Grüße an die Christiane. Ja, genau, ja. die haben einen Vater gehabt, der das Kinder hat. Nicht? Und so haben die Buben und die Tieren und hat das auch mitgekriegt, nicht? Weil entscheidend war natürlich auch für den, wie ist denn seine Qualität zum Schluss dann ausgegangen, weil da hat es vielleicht dann auch ein bisschen eine Prämie gegeben. Nicht? Das hat dann einen Unterschied gemacht. Und da hat es welche gegeben, die haben das können und welche, die das nicht können haben, waren nicht sehr lang, nicht? Weil die sind relativ schnell wieder vertauscht worden. Nicht? Damals hat es ja nur welche gegeben, die das interessiert hat und da sind nur ein paar gestanden vor dem Haus. Nicht? Ja, gibt es heuer genau, gibt es Gott sei Dank auch. Da sind wir hier ein bisschen auseinander, wo ich sage, wo sind denn die? Weil früher, jetzt alle weil weg. Früher war alles besser. Nein, das ist in das Form braucht man nicht. Das wollte ich eh hören, sowas, ja, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber nein, genau, eben nicht. Ja. Sind selber verantwortlich. Na klar.
Aber wir haben ja jetzt Tierl, nein, die das machen, gell, weil das, diese körperliche nicht mehr notwendig ist. Nicht? Ja, und Frauen haben einfach super gutes Gespür für das Produkt. Wirklich? Produkt. Jetzt habt ihr den Gender-Aspekt reingebracht, jetzt frage ich da auch noch. Ihr seid lang genug dabei bei dem Chef. Ist da wirklich jetzt ein Unterschied in der Arbeitsweise, in der Käserei von, zwischen Männern und Frauen? Ja, ich glaube, es kommt auf die Person einmal drauf an, eben ist man engagiert oder nicht. Mhm. Aber man merkt schon, dass einfach Frauen für ein Lebensmittelprodukt schon echt ein gutes Gespür haben. Sehr gerne. Also, das ist über schon, alle hinweg, nicht jetzt hier. Nein, ja, genau, also das ja, merkt man und das ist, und wir merken halt, das Käse, also wie sagt man, Neudeutsch Käsebusiness, aber das ist schon oder war brutal. Männer dominiert. Ja, nur. Also wenn man sich so Führungspositionen anschaut und. Und ich merke halt oder bin der Meinung, dass Diversität in jeder Gruppe einfach bringt es immer. Und das ist einfach, wenn du sagst, also wir haben ja Bereiche, wo sehr, sehr viele Frauen sind, wenn wir da Männer reinbringen, hilft es. Und wir haben Bereiche, wo sehr, sehr viele Männer sind und wenn wir da Frauen reinbringen, bringt das auch was. Und das ist halt schon ein was, wo man... Der Mix macht's aus. Genau, wo ich halt schon einen Fokus halt drauf habe. Also es ist ja jetzt auch ein bisschen, wie sagt man, woke, dass man das natürlich auch sagt, Diversität ist in und ja, etc. Ja, natürlich, ja. Aber was hat sich denn dadurch wirklich positiv verändert an Beispielen? Ja, an Beispielen zum Beispiel ist, dass die Sprache untereinander viel ruhiger geworden ist. Nicht mehr so rustikal ist, wie es genau. Und aber auch dieses, eben, wir haben das immer so gemacht. Und eben, wann halt dann der Input kommt, naja, die Gruppen sind ja auch nicht mehr so, wie es immer war. Warum sollen wir es da warum können wir nicht einmal über den Tellerrand hinausschauen und sagen, okay, wie machen wir es denn dann? Also und das merken wir schon, dass es einfach gut tut. Und wir haben ja auch, fast 25 Nationalitäten da bei uns, die da arbeiten, schon seit sehr langer Zeit. Und da merkt man da, wie der integrative Anteil von Arbeit einfach ist. Also wir haben Menschen, die bei uns, also ich kann mich als Kind erinnern, gerade in der Jugoslawien-Krise, die haben bei uns angeleitet und haben gesagt, du, wir haben euch im Telefonbuch, wir waren jetzt da, wie schaut's aus, könnt ihr uns helfen? Und dann hat halt auch Papa und Mama geschaut, arbeitstechnisch, wohnungstechnisch, die sind jetzt da, die Kinder sind da aufgewachsen, sind immer noch im Betrieb. Ja, sind teilweise noch im Betrieb. Ich meine, jetzt ist noch so eine Phase, wo halt da einige noch einmal in Pension gehen werden. Ja, aber da merkt man halt auch irgendwie, und das merkt ja jeder, Arbeit ist einfach aber wir ein, haben, wir ein haben großer welche Part. In der Phase Bau von Olympia München 72, ja. Auf einmal haben wir keine Hilfskräfte mehr gehabt. Dann ging es darum, ob man diese früheren aus Jugoslawien, war ja noch benannt, haben wir dann gekriegt die Genehmigung, also die durften dann bei uns arbeiten, dann war der ganze Spuk vorbei, dann hätten sie mir die wieder nicht mehr geben, die Genehmigung. Sage ich, ja, jetzt in der Phase, weil die Hilfsarbeiter haben sie am Montag nach München gefahren und am Freitag mit dem Bus wieder heim und wir haben keinen mehr gehabt. Und hätten wir die dann wieder nicht mehr genehmigt. Und da habe ich dann auch einen Putz geklopft, habe ich gesagt, wenn uns die jetzt 3 oder 4 Jahre geholfen haben, dann möchte ich schon, dass uns die also ihr wieder genehmigt. Und da sind auch, die sind in der dritten Generation bei uns. Weil wir eben uns auch geschaut haben, dass wir uns die da erhalten. Nicht? Und das sind tolle Leute gewesen, die das sehr gut gemacht haben. Und wir sehen drüben in unserer, gerade in der Schmütz und da in der Naturkäsverpackung, da haben wir überall Damen und Herren, die schon zweite Generation, dritte Generation bei uns sind. Und auf die stehen wir auch nicht. Also wir wollen die nicht, dass die jetzt dann übermorgen weggehen. Nicht? Aber man sieht natürlich schon, dass auch das Ausbildungsniveau ein höheres geworden ist und dass vielleicht die Kinder dann nicht mehr bei uns sind. Nicht? Ja, und es ist auch bei uns so, dass halt die Anforderungen auch komplexer werden, weil halt einfach viel technologisierter es wird. Also es ist schon so, du musst ja halt da so eine Maschine einmal bedienen können. Also das ist aber es gefällt einem auch, wenn es jetzt da was gibt, wo ein bisschen was zum Kitzeln anfängt. Also das spürst du schon. Ist es schwierig, Mitarbeiter und innen zu finden? Es kommt drauf an. Also es ist schon so, natürlich am Arbeitsmarkt ist schon gerade so, dass es sehr schwierig ist. Was bei uns, also wir haben heuer so viele Lehrlinge wie noch nie. Wirklich? Ja, also da haben wir wirklich das Glück und haben wir sehr viel investiert in das. Weil wir einfach sehen, dadurch, dass der Arbeitsmarkt so schwierig geworden ist und das ist ja nicht jetzt
seit gestern, sondern schon länger. Und ich glaube einfach auch auf Sicht, und das ist für uns schon ein Wert irgendwie, der Mensch steht ja im Mittelpunkt. Also ich kann ja die besten Maschinen haben und alles andere und die besten Ideen, ich mein, wenn ich keinen habe, der da mitwirken will, dann ist es ein bisschen deppert. Machst du nur einen Kaffee? Wir hätten noch einen. Nein, ich bin gut, kalter Kaffee. Kalter Kaffee. Mach's schön. Ich habe extra gewartet, bis er ein bisschen kalter wird. Ne? Und hoffst immer noch, oder? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Nein, also wir merken schon, dass gerade Fachkräfte echt sehr, sehr schwierig sind. Man muss halt auch schauen, was bietet man als Unternehmen, was sind eben auch diese Neudeutsch Benefits. Und ich glaube, bei uns, wir sind ja der Familienbetrieb mit allen Vor- und Nachteilen, muss man auch sagen. Und haben eben gerade im Lehrlingsbereich sehr, sehr viel gemacht und mittlerweile 8 Lehrberufe, die wir anbieten. Da geht es uns gut. Was wir halt schon merken ist, jetzt vom Arbeitsmarkt muss man sich schon richtig bemühen, dass man da Menschen findet, die einfach auch bereit sind, halt, sich da zu engagieren. Mhm. Und das ist halt die Phase gerade. Okay. Also wir haben zum Beispiel gehört, im Bereich der Fleischereien, absolutes Riesenproblem, ja. Also Nachwuchs. Kaum, ich glaube, ja. Sie haben gesagt, im Raum Wien vier Fleischer, zwei. Wir haben sie auf Bandel kaum eh noch einmal, und zwar. Bei dieser großen Fleischindustrie in Wien, weil die ist ja groß, die ist ja nicht klar. Ja, aber bei der vier haben sie gesagt. Ja. Ja. Okay. Unwahrscheinlich nicht. Und wie ist es bei... Ist das, nein, das ist haben, noch das nicht ist, so, genau, die Entwicklung also, ist noch nicht so nachvollziehbar. Genau, also es ist bei uns Gott sei Dank noch nicht so, aber halt man muss auch immer sagen. In der Branche generell? Ich glaube, in der Branche ist es einfacher wie in der Fleischbranche. Mhm. Und man muss halt auch immer wieder sagen, was mache ich? Also wie kümmere ich mich drum? Von nichts kommt nichts. Also ich muss mich halt einfach mal hinsetzen und das kostet auch Geld. Mhm. Und sagen, okay, wenn ich Lehrlinge will, in die Schulen rausgehen. In die Schulen und natürlich halt die wichtigsten Sprachweise an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die jetzt schon da sind. Mhm. Und die alle sagen, beim Wörle arbeiten, hey, das ist ja der, also das ist ja der Reihe, oder? Ja. Und wir haben halt auch eben halt auch durch die Bauernschaft, wir haben viele Führungskräfte, die haben einen bäuerlichen Hintergrund, wo einfach das Verständnis halt auch für das Produkt da ist, wo dieses auf Augenhöhe basierende eigentlich auch gut funktioniert. Und also wir haben da viel gemacht für Lehrlinge, auch mit so Lehrlingsaustausch, dass man mal ins Ausland gehen kann. Mhm. Und, also ich will da jetzt keine Marketing-Geschichte erzählen. Es ist ein Lehrberuf und nicht direkt für euch. Ne? Das ja, immer, ja. Nein, nein. Ja. Und da geht es uns eigentlich gut. Mhm. Wie heißt der Lehrberuf eigentlich? Der heißt jetzt Milchtechnologe. Milch? Ja, Milchtechnologe ja, oder ja Milchtechnologin oder auch was wir auch haben. Früher hat er geheißen Molker und Käser. Molker, was stößt du unter der Möchen dort? Ja. Ja, oder der Milchtechnologe ist schon knackig. Und wir haben halt auch Lebensmitteltechnologie, kann man auch studieren, Ausbildung machen, das ist dann ein bisschen technisch. Und dann haben wir aber alle nur wir haben einen Elektrikermeister da, der ausbilden kann, wir haben Mechatroniker da oder eben Elektroniker, das haben wir ja, alles im Portfolio. Ne, dann im Portfolio, jetzt ja. Schlosser. Also man kann viel lernen bei euch. Ja, eigentlich schon. Aber okay. Am Ende des Tages, und ich glaube, das ist ja auch dann oft dieses Nadelöhr, es gibt ja trotzdem noch Stellen, die trotz Mechanisierung und Automatisierung halt echt harte, auch körperliche Arbeit sind. Und wie geht es euch da mit Mitarbeitern? Weil wir haben gelernt über die Zeit, die wir das jetzt machen, dass gerade da gerade Österreicher und innen und generell auch Menschen fehlen, weil das halt keiner. Ja, das ist auf alle Fälle so. Man hat gerade eben im Bereich zum Beispiel jetzt, wenn man Käse auspackt oder so, was wirklich also körperlich schwierig ist, da tun wir uns auch schwer. Und dann muss man halt wiederum sagen, was kann ich irgendwo automatisieren oder was kann eine Maschine dann machen, weil ich teilweise, wird man ja hingetrieben, weil ich keine Leute finde. Ja. Und das ist halt das Thema, wo man halt irgendwie gerade ist. Und natürlich, also mit Vollbeschäftigung und Co. und halt auch verständlich, halt Work-Life-Balance, man muss sich ja damit beschäftigen, wie sind zukünftige Schichtmodelle, was ist mit 4-Tage-Woche und, das sind schon alles Themen, die uns beschäftigen, weil man eben halt das sieht, wo da die Entwicklung hingeht und wann einfach das sich in diese Richtung entwickelt, da muss man halt irgendwo auch da Antworten drauf haben, dass man halt, weil, wenn man dann ein Lord aussteigen, dann wird es auch schwierig. Genau. Dann wird es auch nicht so einfach, ja. Mhm. Also jetzt, um wieder auf den Käse zurückzukommen, weil es braucht ja all die
Dinge, die vorher passieren beim Landwirten und die Menschen und euch und alles, bis wir dann ein Stück Käse quasi in der Hand halten oder im besten Fall essen können. Für uns Menschen daheim, wenn ich, und die meisten gehen im Supermarkt einkaufen, es ist so, wenn ich in den Supermarkt gehe oder wenn ich einkaufen gehe, woran erkenne ich denn einen qualitativ guten Käse? Also ganz klar, ein Absender Wörle. Nein. Wir schneiden nicht, gell? Es kommt natürlich darauf an, es gibt ja verschiedene Qualitätsstufen, wenn ich sage Bio, Heumilch, Silagemilch und. Erkennen du es eben schon an dem, wie lange sowas gereift zum Beispiel. Wie schaut eine Lochbildung aus, wann ich es irgendwo da sehe? Auch wie eben der Preis spiegelt es auch ab und an ein bisschen, wo man halt dann auch sieht, wann ich jetzt Preiseinstieg bin, was auch super gute, also qualitativ gute Produkte sind, aber die sind vielleicht halt dann ein bisschen kürzer in der Reifung, weil irgendwo muss ja auch das herkommen, dass der eine dann teurer ist als der andere. Mhm. Und man grundsätzlich das Ausgangsprodukt und halt dann auch die Reifezeiten, weil je länger ich natürlich einen Bergkäse pflege und der jetzt dann 6 Monate alt ist, dann wird er mehr Geschmack haben wie einer, der jetzt 3 Monate alt ist. Okay. Ah. Was ist denn der und jetzt sagst Preis ist gleich Qualität, ja, das zum Teil, ja, Zeit mit etc. Vorsicht, ja. Mit Vorsicht. Was ist denn der Hauptkostenfaktor oder die wichtigsten Kostenfaktoren in der Käseherstellung? Energie, der Rohstoff. Weil wir brauchen ja für 1 Kilo Emmentaler, je nach Inhaltsstoff, zwischen, sage ich mal, 10 bis 12 Liter Milch. Mhm. Und das ist quasi von der Kalkulation her, das ist der größte Kostenblock. Natürlich kommt dann, wie jetzt, wo Energiepreise verrückt spielen, Verpackungspreise explodieren und, spielt auch eine gewisse Rolle, ja. Aber halt der größte Part der Kalkulation ist die Milch. Okay. Ist nicht da der Anreiz, dass man genau da zum Sparen anfängt, also nein. Auch hinsichtlich der Produktqualität oder so, wie man es sagt. Naja, aber da ist ja, wenn ich jetzt da zum Sparen anfangen würde, und was heißt das? Das heißt, ich sage jetzt am Landwirt, du lieber Landwirt, du kriegst jetzt weniger für deine Milch. In einer Phase, wo denen auch die ganzen Kosten explodieren, dann sagt er, okay, dann produziere ich übermorgen keine Milch mehr. Oder halt, ich schaue, dass ich vielleicht beim Futter irgendwo was macht, der muss ja auch dann irgendwo einsparen. Und dann kriegen wir vielleicht eine Milch, die zu unseren Prozessen nicht mehr passen, dann haben wir keine gescheite Qualität. Ja. Das ist der letzte Punkt, wo ich sparen darf. Das ist eben halt auch wiederum dieser Kreislauf, wenn wir das nicht schaffen, dass die ökonomische Schiene beim Landwirt und bei der Landwirtin passt, dann funktioniert das System nicht. Und das ist halt auch das, was, und der Konsument hat die Macht zum Schluss, dass ich halt dann sage, okay, wo fange ich zum Sparen an? Fange ich jetzt zum Sparen an beim Lebensmittel oder fange ich vielleicht zum Sparen an bei der Kleidung oder beim, keine Ahnung, Urlaub oder beim Auto oder wo auch immer. Und wir sehen halt auch, ist bei uns leider Gottes auch so, dass die Landwirte eben eher weniger werden, aber halt vielleicht ein bisschen größer. Nur es ist halt auch ein Kulturgut, weil wir sind halt da, also dieses ganze Tourismus und dieses ist ja auch, was uns irgendwie als Gesellschaft gerade in unserem Bereich halt auch irgendwo ausmacht, und wenn das mal weg ist, dann ist es weg. Und die Leute waren mega happy während Corona, dass wir heimische Produktion haben. Nur ich hoffe, dass das nicht schon wieder jeder vergessen hat. Apropos, wir hängen ja alle irgendwie zusammen, also wirklich von der Kuh bis auf den Teller ist das zwar viel spezialisierter und effizienter und arbeitsteiliger geworden, aber trotzdem sind wir alle voneinander abhängig, weil ohne die Kuh und den Bauern habt ihr kein Milch, ohne euch hat der Handel nichts zum Verkaufen und so fort. Jetzt ist aber Abhängigkeit nicht unbedingt immer was Gutes. Wie geht's ihr damit um in alle Richtungen? Ja, wir gehen damit um, also jetzt zu der Bauernseite her, dass wir einfach eine sehr, sehr enge Beziehung pflegen. Wir eben halt schauen, dass wir Milchpreise auszahlen, was attraktiv sind. Auch ein System dahinter schaffen, also auch zum Thema Nachhaltigkeit, was auf Freiwilligkeit basiert, wo wir jetzt nicht sagen, lieber Bauer, du musst und liebe Bäuerin, sondern ihr könnt und schaut euch das mal an, da geht es uns eigentlich auch sehr gut. Ja, zum Handel hin, wir haben in Österreich natürlich sehr eine oligopolistische Aufstellung vom Handel, die auch wenige große Anbieter. Genau. Und wir haben auch das Thema, wir haben halt jeden Tag einen,
einen Rohstoff, den wir verarbeiten müssen. Das heißt, die Milch, die kommt, die kann jetzt nicht sagen, du liebe Kuh, weil ich mit irgendwem nicht einig wir, bitte heiz jetzt einmal die nächsten zwei Wochen keine Milch, sondern die haben wir ja jeden Tag da. Yeah. Und wir haben eben sehr starke Partner da in Österreich, die sich auch ihrer Verantwortung, glaube ich, auch bewusst sind, vielleicht teilweise nur ein bisschen mehr bewusst werden müssen. Mhm. Eben, dass halt gerade in Phasen, wie wir jetzt sind, auch dieses Verständnis da ist und halt auch, wir halt auch schauen, dass man da gemeinsam gute Dinge macht. Mhm. Und da ist natürlich auch eine Abhängigkeit da. Wir haben halt auch durch unseren Exportanteil versuchen wir da das Risiko zu streuen. Das heißt, dass man eben halt vielleicht, wenn es mal irgendwo knatscht, dass man auch gewisse Dinge anderwertig vertreiben können. Mhm. Aber wir sind vom Heimmarkt natürlich sehr stark abhängig. Und da gibt es halt wirklich auf Augenhöhe, sie zu begegnen und sagen halt, wie schaffen wir es gemeinsam, gerade in Phasen, wo es so verrückt ist. Dass halt nicht dann entweder der Produzent oder auch vielleicht der Urproduzent dann auf der Strecke bleibt. Mhm. Aber natürlich verstehen wir die Lebensmittelkonzerne auch, die haben natürlich auch Kostensteigerungen und halt auch das Thema, dass halt der Konsument halt sehr stark darauf reagiert, wo halt die Preise hingehen. Mhm. Vielleicht, weil darüber haben wir zu Anfangs gesprochen, das schlägt ja dann auch irgendwie in diese Kerbe. Wenn ich jetzt zu Hause bin und vielleicht nicht mehr so wahnsinnig viel Geld jetzt habe für den Lebensmitteleinkauf, weil halt die Welt gerade ist, wie sie ist, haben wir auf der anderen Seite dann ganz trockene Zahlen, die sagen, wir schmeißen ein Drittel unserer Lebensmittel weg. Wenn wir uns jetzt den Käse anschauen, weil ich würde es nicht wissen, und eure Produkte zum Beispiel einfach banal runtergebrochen für zu Hause, wie kann ich das lagern, dass es so lange passt, bis ich zusammen, also dass es so lange hält, bis ich es zusammengegessen habe? Also wichtig ist einmal, wie schaut der Kühlschrank generell aus? La. Ja, la, das geht's nur. Wenn der leer ist, ist logisch nicht in Ordnung ja. Ist, dann wird's. Das ist halt das Thema. Also, ja. wo lagern die Dinge? Hm. Wie schauen die Dinge aus, die da drinnen lagern? Weil, wenn ich da jetzt irgendwo eine Schimmelbelastung habe, weil ich sage, der Brokkoli von vor zwei Wochen, der vegetiert da irgendwo vor sich hin, dann habe ich natürlich in diesem Kühlschrank ein Mikroklima, wo einfach jedes offene Lebensmittel irgendwo organisch ist. Der Kühlschrank irgendwo klebt. Genau, also das ist einmal ein Thema. Dann ist einfach wichtig, wenn ich einen Käse aufschneide, dass ich ihn nicht einfach austrocknen lasse. Das heißt, ich schaue entweder halt, dass ich die Folie irgendwo umklappe und dann halt so hingebe, oder halt, wenn ich eine Käseglocke habe, dass ich ihn da irgendwo reinbringe, wo quasi das, wo er nicht austrocknen kann und wo jetzt auch nicht diese Einflussfaktoren von außen halt drinnen sind. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, auch eben, dass das MHD Ende heißt nicht sofort, dass dann ein Produkt bedenklich ist. Mhm. Also wir haben, glaube ich, alle einen Geruchssinn, einen Geschmackssinn, hoffentlich auch nach einer Corona-Erkrankung. Und wir können schauen und dann eben halt auch zu schauen, auch wenn das MRT jetzt abgelaufen ist, kann das einfach nur ein super gutes Produkt sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig. Gerade beim Käse wahrscheinlich. Gerade beim Käse. Oder total, kann der noch reifen oder wie ist ja, der reift ja in der Packung auch noch nach. Ja. Ist ja nicht so, dass der 3-4-Prozess dann sofort aufhört. Und wenn jetzt, keine Ahnung, ein Emmental einmal zwei Wochen drüber ist, kann der vielleicht sogar dann nur ein bisschen besser sein. Mhm. Also überspitzt ausgedrückt. Mhm. Und wichtig ist eben, dass man wirklich schaut, Käse eben entweder in der Käseglocke oder halt wirklich so zu verschließen, dass er nicht austrocknet. Papa sagt nein. Das ist eine Käseglocke, gell? Ja. Ja. Bin ich gespannt. Es wird gerade ein Hefe auf der Käse hat, umgedreht. Der Käse bildet ein bisschen CO2, also Kohlendioxid. Mhm. Besser wäre es, wenn ich so ein Gefäß habe. Weißt, ich habe ein Tupperware zum Beispiel und habe ein Gefäß, wo ich den Käse reingebe. Wenn ich es so mache und hebe das weg, ist sofort das Ganze um den Käse herum, das ist weg. Mhm. Der Schutz ist weg. Also eine Käseglocke ist im Grunde falsch. Naja, aber falsche Gefäß. Aber es gibt ja mittlerweile welche, die genauso konzipiert sind. Also dass sie genau das Prinzip umgekehrt wieder genau. Was? Ja. Ja. Bei der Käseglocke hast du unten ein Bredel und oben die Glocken drüber. Wie so du das weg tust, fällt dir das Ganze weg. Also du sollst ein Gefäß haben
und einen Deckel oben drauf. Sobald ich das öffne, bleibt das aber noch drin. Drin. Genau, bleibt das diese Schutzatmosphäre. Das ist bei Käseglocke, der Begriff ist falsch. Mhm. Weißt? Unter der Glocke meint man dann, also wirklich eine Glocken. Eine verkehrte Glocken braucht. Verkehrte Glocken braucht. Ja. Der Begriff der verkehrten Käseglocke wurde heute geprägt. Wunderbar. Da sieht man, dass die Erfahrung natürlich schon noch was. Das war ja kitschig, muss ja mir noch mehr wissen. Ne? Das ist, ja, und halt auch, ich glaube, was das Wichtigste ist beim Einkauf, einfach schauen, wie viel brauche ich denn? Nicht und zu nur, groß einkaufen. Und nur, wenn ich jetzt sage, in der Aktion ist gerade ein 500 Gramm Emmentaler Stück und ich sage, ich bin ein Person oder zwei Personen Haushalt, ja, vielleicht ist es entscheidend, dass ich mir halt nicht den in der Aktion kaufe, sondern halt den Courant und schmeiße dafür dann die Hälfte nicht weg. Mhm. Apropos, das schlägt ja in eine Kerbe, wundervolle Überleitung. In eine Kerbe, die euch auch sehr wichtig ist, die ihr euch auf jeden Fall zumindest auf die Fahne schreibt, und zwar groß. Und das ist das Thema Nachhaltigkeit. Wirkt weiter, steht da auf der Packung, auf Plakaten, auf eurer Website. Und unsere Frage einfach jetzt, was versteht ihr denn unter dem Begriff und welchen Beitrag leistet ihr oder könnt ihr leisten? Ja, Nachhaltigkeit ist, glaube ich, ein sehr erschrecklicher Begriff mittlerweile, weil alles irgendwie nachhaltig ist. Ich sage immer, der Begriff selber kann nichts dafür. Ja, ja. Oder halt die Verwendung, sagen wir so. Nein, wir haben uns vor doch einiger Zeit dazu entschlossen, oder eigentlich das Thema Nachhaltigkeit oder Generationendenken ist bei uns halt immer schon da, weil sonst würde man einfach auch nicht da sitzen. Weil im Endeffekt, wenn wir jetzt sagen, wir dann Gewinn maximieren und haben irgendwie so Shareholder-Value-Gedanke, ja, das ist halt nicht unser Thema. Und wir haben halt geschaut, wir sind einfach von intakten Naturkreisläufen abhängig und wir haben geschaut, wirkt weiter dahingehend, was können wir für ein System hinter dem Produkt machen, das unterstützenswert ist. Und wir haben eben, eigentlich hat es damit begonnen, ich habe vor Jahren eine Wildbienendokumentation gesehen und habe mir gedacht, interessenshalber, wie ist das eigentlich bei uns? Gibt es die oder wie schaut das aus? Dann habe ich gemerkt, es gibt eigentlich null wissenschaftliche Grundlage. Und dann habe ich über Freunde, die was Biologie studieren und an der Uni arbeiten, gibt es in Salzburg einen Professor Stefan Döttel, der da wirklich führend ist. Und ich bin mal zu dem hin und habe gesagt, gibt es da eigentlich nichts? Und der hat dann gleich gesagt, boah, nein, es wäre richtig spannend, einmal zu schauen, Grundlagenforschung. Was ist da? Und dann haben wir das gemacht, haben dann 8 Betriebe gefunden, die da mitmachen zu Beginn, was gar nicht so einfach war in der Landwirtschaft, weil die Naturschutz und Landwirtschaft ist jetzt nicht ein Thema, was sehr Hand in Hand geht, wo auf beide Seiten sehr, sehr viele Fehler passiert sind und eben der Bauer und die Bäuerin eben das so gewohnt sind, dass sie so fremdbestimmt sind. Und wir haben es halt von vornherein gesagt, Freiwilligkeit steht über allem. Das heißt, du kannst mitmachen, musst aber nicht. Und dann sind wir eigentlich draufgekommen, dass so Randstrukturen bei diesen Erhebungen einfach sehr, sehr wichtig sind. Und dann haben wir jetzt zum Thema Artenvielfalt, was eben ein Teil von Wörli wirkt weiter ist, geschaut, okay, es gibt wissenschaftliche Strömung, die sagt, wenn Transekte relativ nahe aneinander liegen, dann mit Genaustausch hat das ähnliche Wirkungen, wie wenn ich sage, ich tue Nationalparks total renaturieren. Und unser Gedanke war, kann Landwirtschaft, teilweise auch relativ intensiv, weil das ist bei uns bei den Böden auch wichtig, und aber Artenvielfalt irgendwo koexistieren. Mhm. Und dann haben wir uns angeschaut, okay, eben Randstrukturen, Böschungen, wir nennen es Rettungsinsel, wo hat die, und immer unter dem Credo, weniger Arbeit, mehr Ertrag. Mhm. Und dann am Anfang war das sehr schwierig, weil die Landwirte gesagt haben, um Gottes Willen, was würden die jetzt? Denn da? Und dann eben durch die Diana, die ja da bei uns am Tisch sitzt, die das Hallo Thema Nachhaltigkeit ja dem Ganzen da vorsteht bei uns, ja, haben wir eben wirklich das geschaffen, dass man sagt, dieser Schönheitsgedanke oder dieses Gefühl, es muss immer alles super zusammengekommen sein und ich fahre jetzt da nur auf und mache das nur händisch für den eigentlich Rohr, keinen Ertrag. Den Rohr. Und ja, dass das einfach wirklich einen Unterschied macht. Und wir haben eben das Ganze aber immer wissenschaftlich begleitet, haben da mittlerweile 2 Papers veröffentlicht, wirklich transparent, weil bei Wörle steht ja unser Name oben, also wir jetzt nicht irgendein Marketing-Blabla machen, sondern halt wirklich was schaffen. Und wir haben, glaube ich, heuer 5 Preise gewonnen für unsere Nachhaltigkeit, eben vieles für die Artenvielfalt, und haben eben angefangen, das aufzuklären und zu schauen mit Workshops und Co.,
was kann man machen? Und unser Ziel war bis 2030 bei uns eben 1000 Rettungssitze zu schaffen und haben jetzt innerhalb von anderthalb Jahren 600, wie viel noch? 712 haben wir mittlerweile geschaffen, die man auch ganz kann anfangen kann. Ja. Und das ist schon was, wo man halt dann wieder merkt, okay, schafft man das? Ist die Bevölkerung dabei und wir würden gern bei uns im Einzugsgebiet die größte landwirtschaftlich genutzte Artenvielfaltsregion schaffen. Und das funktioniert sehr gut und das ist schon was, was weiter wirkt. Und natürlich ist bei da ein bisschen Marketing auch dabei. Ist okay, glaub ich. Und das ist ein großes, das ist unser Leuchtturmprojekt, wo wir eben da bei unserem Unternehmen unsere ganzen Flächen biodivers gestaltet haben, weil ich kann nicht sagen, Herr Landwirte und Landwirtinnen, macht ihr alles und wir dann nichts. Das ist ein Thema. Zweite Thema ist, wir wissen, CO2-Thematik, Klimaerwärmung, wir spüren es am eigenen Leib, wird immer schwieriger. Wetterkapriolen in der Heuwirtschaft, nicht so einfach, wenn ich sage, dass dieses stabile Wetter immer weniger wird, entweder viel zu wenig Wasser oder viel zu viel. Wir wissen durch die Milch, wir haben jetzt nicht den kleinsten CO2-Fußabdruck. Durch die Kuh. Nicht. Durch die Kuh, was können wir machen? Wir haben dann bei uns eben am Gelände sehr, sehr viel gemacht mit PV-Anlagen, mit Wärmetauscher, wo halt Ab- und Wärme und Abkälte wiederverwendet wird. Regenwasser für die Kühlungen, also auch da geschaut, was können wir machen. Und wir haben gesagt, was tun wir? Gehen wir den Weg in irgendwelche Zertifikate kaufen irgendwo? Also Kompensation. Genau, Kompensation. Ja, okay. Und haben wir gesagt, eigentlich, ich meine, es gibt super Projekte, aber ist jetzt nicht so unser Weg. Wir haben es umdreht gemacht, wir haben auch wieder mit der Landwirtschaft gemeinsam gesagt, lieber Bauer, liebe Bäuerin, wenn du bei dir im Hof CO2 einsparst, dann vergüten wir dir das. Okay. Und haben eben gesagt, regional CO2 reduziert, weil also CO2-neutral, das wird eine sehr eine große Herausforderung in einem Betrieb, der tierisches Eiweiß produziert. Da müssen wir die Kühe abschaffen. Ja, abschaffen oder halt auch mit Futter zusetzen, aber mal schauen, was in der Zukunft passiert. Für die Frage habe ich drauf. Ja, nein, und da haben wir halt gesagt, 50 Euro kriegt der Landwirt wenn er, und die Landwirtin, wenn sie jetzt PV-Anlagen, wenn sie alt Obstbaum pflanzen, wenn sie bei der Dämmung was machen, wenn sie bei Milchtanks was machen, wenn sie E-Hoftrucks zum Beispiel anschaffen. Einfach halt nur Anreize setzen und da halt ist halt unser Weg, dass wir halt da auch CO2 einsparen. Das ist die zweite Säule. Und die dritte Säule eben, wo wir halt schon noch dran sind, was nur ein bisschen Zukunftsmusik ist, ist eben zu schauen, was sind Landschaftselemente, was haben die für Wirkung. Wir haben da bei der FH, oder bei der FH, bei der Habeler Ursprung, das ist eine Landwirtschaftsschule, eine Forschungshecke gepflanzt, die 3D bemessen wird. Eine 3D-Forschungshecke? Ja, wird 3D gemessen. Es ist gepflanzt worden in einer gewissen Windrichtung, weil es gibt eben auch ganz interessant. Strömungen, wo man sagt, wenn man Hecken gescheit setzt, dann richtig gesetzt. von der Windrichtung und Co., dann schaffst du ein Mikroklima auf dem Feld. Das heißt, also wenn jetzt zum Beispiel Austrocknung passiert und ich bricht es, diesen Wind, dann habe ich einfach mehr Feuchtigkeit da. Wann aber, nicht alles davon war, ne? Genau, also und wann aber eben zum Beispiel dann stark Regenereignisse sind und ich habe eine Hecke, die nimmt da wieder Wasser auf, tut auch nur CO2 speichern und ist auch für die Biodiversität auch nicht so verkehrt. Da geht es aber wiederum das, kann ihr Hecken nachher wieder verändern oder nicht als Landwirt und Landwirtin oder ist sie nachher Gott gegeben, muss die da immer dastehen? Das ist ein sehr heikles Thema. Aber gibt es eben halt auch eine Sache, dass man sagt, eigentlich ist der Ertrag dann am Feld mehr, wenn ich zum Beispiel sowas mache. Okay. Und vielleicht ein wenig Arbeit. Okay. Aber er kennt die Hecken wieder ausreißen. Ja, das ist freiwillig die, ist, nicht? Ja, das ist die Frage halt. Also das ist halt ich weiß nicht, was du sagst, das ist jetzt so sakrosant und auf jeden Fall und immer, da tut er das schon nicht mit, nicht? Ja, ist ja verständlich. Ja. Ja. Er will nicht, dass da fix eingriffen wird in seinen Kosmos. Ja, und das ist seinen auch Kosmos, unternehmerische. Ja, ist, naja, ist total. So. Ja. Ja. Und ja, da machen wir. Ist ein freier Mann. Machen wir Dinge und wir möchten halt gern ein System dahinter schaffen, wann der Konsument und die Konsumentin dann davor steht. Wenn ich von den Bauern immer geredet habe,
sagt er dann, wir leben in Gendern, hast du das halt gar nicht, einer beim Aussehen. Ja. Das schon ein paar Jahre aussetzen. Inzwischen hast du es gelernt, schon. Es ist schon besser, aber nicht so. Nein, wir wollen einfach ein System schaffen, ja, was hoffentlich der Handel und der Konsument dann gutiert, damit wir wiederum entscheiden, wie ich Preise wirtschaften können. Gerhard, ganz kurz, jetzt ist die... Achso, Entschuldigung, wir haben uns ja genau, ich habe ja schon ein Zeichen gekriegt, dass die Bianca eine Frage stellen will. Entschuldigung, bitte, Bianca. Danke, Willi. Entschuldigung. Wahnsinn, Kommunikation. jetzt ist ja ganz viel von dem, was du gerade erzählt hast, quasi ausgelagert an andere. Du hast das angesprochen und dass quasi der Wertschöpfungsschritt davor einfach auch was tut auf eure Anreize, um einfach hier was zu bewegen. Jetzt ist ja eine Käserei per se relativ ressourcenintensiv, weil ihr braucht Wasser, ihr müsst heizen, weil die Milch muss nun mal warm gemacht werden zum Käse produzieren und. Wo setzt ihr da an und was sind da die Schrauben und wie nachhaltig kann man denn überhaupt dann als so großes Unternehmen sein und wo sind da auch die Grenzen? Ja, ich glaube, dass man hat ja dann einen anderen Hebel. Also das heißt, man hat einfach einen anderen Wirkungsgrad. Wir schauen zum Beispiel halt gerade was Thema Wasser, eben Nutzung, dass man eben alle Abwässer, die irgendwo wieder nutzbar sind, irgendwo anders eingesetzt werden. Also Brauchwasser heißt es, also von Retentionsbecken, von alles, was über die Dachflächen reinkommt, sammeln wir in Tanks und schauen, dass wir in Kreisläufe zur Kühlung oder zur Erhitzung einsetzen, dass da kein Trinkwasser reinkommt. Mhm. Ein Thema. Das zweite Thema, Energie, ein riesengroßes Thema. Es gibt vom Rifkin, das heißt Dritte Industrielle Revolution. Jeremy Rifkin, ja. Ein Buch, wo eben ganz klar gesagt wird, nützt eure Gebäude aus Kraftwerke. Schaut eben, was kann man machen mit PV-Anlagen, mit Solarthermie, also gibt es viele Dinge. Also wir haben ja da geschaut, jetzt mit PV-Anlagen mal der erste Schritt. Dann eben das nächste, was ist, wir hängen auch am Gas. Wie schaut das zukünftig aus? Wir wissen, wir haben in unserem Abwasser noch sehr, sehr viel Energie. Mhm. Was, also Käse, also wenn gereinigt wird, ist noch sehr, sehr viel organisches Material teilweise dabei. Wird eben mit Flotationsauflagen, Anlagen nur Klärschlamm quasi produziert, was noch voll viel Energie hat. Da ist so unser Gedanke eben Richtung eventuell Biogas. Eben, was können wir da machen, dass man quasi da auch wiederum diesen Kreislauf irgendwo in Gang bringt und sagt, okay, was da entsteht, können wir da noch machen. Natürlich ist irgendwo, wir wissen, dass wir Lebensmittel produzieren aus Milch, wo wir auch noch wissen, dass eben die Milch relativ einen hohen CO2-Fußabdruck hat. Man muss aber auch die Diskussion einmal anstoßen und ich glaube, das kommt in Zukunft. Dieser Transformator-Kuh von Biomasse zu Lebensmittel. Was passiert da? Also das wird, glaube ich, nur ganz eine spannende Diskussion. Eben, wie schaffen wir es, eben aus Gras Lebensmittel zu machen? Also das, was jetzt nur die Kuh kann, was jetzt immer aus Argumente auch... Ja. Genau, also ist... Also bin die Diskussion ist halt dann nur dann spannend, wenn die Kuh halt wirklich das zu fressen bekommt, wofür sie gebaut ist. Genau. Und dann diese Transformation, dieses genau, Argument aufschlagen. Und das ist halt bei der Heumilch eigentlich der Fall. Ja. Also da ist jetzt nicht so, dass halt irgendwo, keine Ahnung, Getreide aus Übersee irgendwo importiert wird. Aber natürlich ist die Frage eben, wie weit geht's? Aber ich glaube, man kann als großes Unternehmen einen enormen Beitrag leisten, weil man einfach halt einen größeren Wirkungskreis hat. Und natürlich, wir haben Sachen ausgelagert oder halt in der Prozesskette haben wir die Bauern mitgenommen, weil es ein relativ großer Hebel. Aber bei uns geht es um, es sind so banale Sachen wie bei Wasserschläuchen, dass man das mit Pistolen, also mit diesen Spritzlichtvorrichtungen, dass halt nicht einfach auftrat wird und dann gehe ich zum Beispiel, weiß nicht, eine halbe Minute zurück zum Abtrauen. Solche Sachen. Also es geht einfach um das und das ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor, wie ressourceneffizient kann ich arbeiten. Das ist jetzt das Stichwort für die Frage, was ich stellen will. Ich habe viel schon miterlebt im Bereich Nachhaltigkeit und habe auch ganz oft gesehen, dass Nachhaltigkeit genau das Erste ist, was Adrat wird. An Ressourcen, sobald quasi die Wirtschaft, das wirtschaftliche im Unternehmen nicht gut geht. Wie seht ihr das? Wie könnt ihr dann, sage ich mal, Nachhaltigkeit auch als Thema halten, sollte es mal nicht so sein? Oder ist es einfach ganz normale unternehmerische Realität, dass einfach ein Unternehmen zuerst einmal wirtschaften muss und da ökonomisch
schwarz bilanzieren muss und sich dann erst um Nachhaltigkeit kümmern kann. Ja, wie ist jetzt hier das Verhältnis? Also die ökonomische Schiene der Nachhaltigkeit muss, es ist eine Säule. Die Diana schaut gerade sehr bestürzt, dass man dass die Nachhaltigkeit jetzt nicht wegläuft. Die Nachhaltigkeitsmenschin wollte nämlich zusehen. Sie hat nicht ein Mikrofon bekommen, sie wollte einfach zusehen. Jetzt würde ich gerade selber was sagen, glaube ich. Na, das Thema ist, also die Frage ist berechtigt. Es ist dasselbe mit Marketing. Ist auch immer eine Sache, die man halt als erstes irgendwo kürzt oder ob man das ist. Zupft. Natürlich, es ist ein Invest in die Zukunft und so muss man es, glaube ich, sehen, dass eine Notwendigkeit ist, weil wenn wir jetzt da nicht jeder in seinem Mikrokosmos was macht, dann fahren wir das Ding sehenden ins Auge gegen einen Baum. Und das ist halt das Thema. Aber natürlich, wenn ich sage, bevor die Unternehmung zugrunde geht, werde ich irgendwo schauen müssen, wo kann ich optimieren. Aber das heißt ja nicht, dass es ganz los. Aber das ist, es ist, sage ich mal, ein Invest und so muss man es aber sehen. Und ich glaube, es liegt schon im Verantwortungsbereich von jedem, dass er halt da was tut. Und das ist jetzt nicht nur von der Firma gesprochen, sondern im Privaten genauso. Irgendwie scheppert und wo zieht man dann eine Grenze? Weil jetzt ist ja gerade der Fall, dass die Situation ist, wie sie ist in der Ukraine, dass die Gaspreise und die Energiepreise hochgehen, die Lebensmittelpreise hochgehen, wir Angst haben vor Unterversorgung, die Blühstreifen in der Landwirtschaft werden wieder umgeackert, das ist ein Scheiß drauf, Versorgungssicherheit, wir brauchen Lebensmittel und genauso steht ihr ja dann vor der Herausforderung, die Ressourcen, die wir brauchen, werden teuer, weil Energie ist notwendig, Gas ist notwendig, wird teurer, wird zu einem größeren Kostenpunkt. Wo ist dann die Grenze, wo ich sage, okay, jetzt muss ich halt bei meiner Nachhaltigkeitsagenda sparen oder seht ihr euch damit konfrontiert? Wir sehen uns, also was jetzt das Thema Versorgungssicherheit, also gerade jetzt von der Milch, da sehen wir jetzt noch nicht das große Thema. Natürlich, man muss in diesen Zeiten auch schauen, wie kommt man wirtschaftlich dazu Rande. Ich bin der Meinung, dass das Mittel zum Leben einfach wieder mehr Wertigkeit erfahren wird müssen. Das Mittel zum Leben? Ja, weil es ist so. Das ist es eigentlich. Und da geht es jetzt nicht um das, dass ich sage, bah, ich würde meinen Gewinn maximieren, sondern einfach, wenn die Situation es verlangt, weil einfach alles so verrückt spielt, dann wird es halt nicht mehr sein, dass ich, keine Ahnung, 9 oder 11% von meinem Haushaltsankommen für Lebensmittel ausgebe, sondern es wird halt vielleicht 15% sein. Oder 20 sogar. Ja, das wird man sehen. Kommt darauf an, wo da die Reise hingeht. Nur jetzt dann zu sagen, ich werfe jetzt alles über den Haufen und hinter mir die Sintflut, hat ja auch keinen Sinn. Weil das Thema holt uns ja ein. Also es ist ja eh schon da. Ja. Also das holt uns nicht ein, sondern es ist ja schon da. Und wenn ich halt nachher sage, natürlich, ökonomisch, wenn es jetzt gar nicht mehr ausgeben soll, dann muss man halt irgendwo schauen, wo man hinkommt. Aber da jetzt zu sagen, boah, jetzt werden die Zeiten vielleicht schwieriger, das ist das Erste, was ich rausschmeiße. Ja, dann, was ist dann Nachhaltigkeit? Ja. Ich würde gerne noch eine Frage anschließen, die was vielleicht zwei Themen ein bisschen verbindet. Das eine ist das Thema Nachhaltigkeit, das andere vielleicht auch das Selbstverständnis als Käserei. Der vegetarische, vor allem aber der vegane Markt nimmt immer stärker zu und es gibt immer mehr so Käse, es wird halt immer Käseersatzprodukt genannt oder nicht tierischen Ursprungs. Ist es bei euch ein Thema, dass ihr als Käserei auch in den veganen Markt, also in den tierfreien Markt reingeht? Oder passt es zum Selbstverständnis als Käser gar nicht dazu? Was sind da eure Pläne? Also unsere Sicht der Dinge ist so, dass meiner Meinung nach es nicht so sehr clever wäre, wenn man sich davor verschließt, weil es geht ja um Lebensmittelproduktion. Und für uns ist so, dass der Fokus immer auf der Milch sein wird. Außer, ich meine, es bricht jetzt keine Ahnung was alles zusammen. Aber man muss halt einfach schauen, wo, und da geht es wieder um das, bei, sage ich mal, veganen Produkten, die käseähnlich sind. Wir wissen, wie man mit Rezepturen umgeht. Wir wissen, was es heißt, eben auch irgendwo Fermentationen und Co. Nur bei uns ist auch so der Anspruch, ich will jetzt nicht irgendwas machen, wo Cashewnüsse von irgendwo herkommen oder Mandel von irgendwo, sondern die Idee wäre schon, das irgendwo halt lokal zu bekommen, diese Ausgangsbasis. Den Rohstoff meinst du? Genau, den Rohstoff. Ja. Und zum Schluss muss es halt gut schmecken.
weil da sind wir wieder bei dem Thema. Schmecken es fest zum Schluss auch, gell? Genau, also halt, weil wenn es nicht schmeckt, dann wird's nicht wieder gekauft. Mhm. Ja, und wir wissen halt, dass das tierische Eiweiß einfach muss mehr Wertigkeit erfahren. Das heißt, das sollte halt nicht mehr so nebenbei verzehrt werden, sondern wenn ich halt was nehme, dann was Gescheites. Mhm. Und vielleicht nicht so oft. Ne? Und genau, und das ist die Frage, wo da die Reise hingeht. Aber sich nicht damit zu beschäftigen, wäre unserer Meinung nach jetzt eher kurzsichtig, aber man muss halt auch schauen, es ist halt ein jetzt gerade sehr stark in den Medien. Ich meine, wir wissen auch, wie groß das die Märkte bis jetzt sind. Ich meine, unterliegt einer steilen Wachstumskurve. Mhm. Aber der Fokus ist auf der Milch, aber wir müssen halt einmal schauen, ich weiß nicht, vielleicht in 50 Jahren hat man Milch und Linsenanbau. 1:1. Also auch für Landwirte, das ist jetzt, also wir wissen nicht, also wann die Klimaentwicklung irgendwie so weitergeht, wo wir dann das hinkommen, wenn man dann aber schon geschickt ist, dass man sagt, das heißt nicht, dass ich jetzt weg von der Landwirtschaft will, sondern überhaupt nicht, sondern man muss halt schauen, wo kann ich ein hochqualitatives Lebensmittel halt machen aus einem anderen Rohstoff. Mhm. Und diesen Rohstoff möchte ich dann aber auch vor der Haustür beziehen und nicht irgendwo. Okay. Gerhard, wie siehst du das? Ich sehe es genauso. Ich meine, mein Herz ist die Milch natürlich. Mhm. Das ist aber bei mir auch, muss ich sagen. Also das ist jetzt nicht anders. Aber du musst natürlich schon schauen, wo geht die Reise hin? Weil wenn wir mit den Kühen auf Sicht da gröbere Probleme haben, also mit Methan und mit all dem CO2, was sonst noch ist, dann, und auch wie die Entwicklung ist, wie der Konsument reagiert, also man muss da schon achten und hat halt dann zwei Seelen in der Brust, also ich verschließe mich dagegen nicht. Nicht? Das Thema Nachhaltigkeit, das ist natürlich die junge Generation, die nachzieht, ist meistens ja schwer nachhaltig und da fokussiert, hat das oft in der Schule, in der Uni schon mitgekriegt. Zu deiner Zeit, wird du noch quasi das Zepter in der Hand gehabt hast, war da Nachhaltigkeit schon ein Thema oder schon, ist das gekommen? Das war beim Vater schon, nicht? Der ist aus dem Keller gekommen und sagt, ich gehe runter, die Kühlhaustür ist offen und das Licht brennt. Ja, und das Fenster ist auch noch offen, wo wir kühlen. Nicht? Ja. Also habe ich mir gedacht, alter Surm, immer hat er dasselbe. Nicht? Wenn ich jetzt durchgehe, jedes Mal, wenn ich in den zweiten Stockzeug raufgehe und am Tag brennt da drum das Licht, weil sie das nicht hinkriegen, da kriege ich fast einen Anfall. Nicht? Also ich glaube schon, dass man selber, ich fahre jetzt ein zu dickes Auto, ja, das ist nicht nachhaltig, was ich da aufführe. Nicht? Nicht. Das ist ein Punkt. Ja. Aber sonst im Unternehmen, ob ich jetzt, ich bin jeden Tag einmal drüben in der Kläranlage und schaue, dass das ja so ist, wie die Entflockung da passiert und dass man also da die Belastung in Richtung Kläranlage so gut wie möglich herunterhalten. Ja. Und auch im Unternehmen selber haben wir bei der ganzen Planung damals schon also immer geschaut, dass man also die Energie, die man hineinschießt, dass man die halt ein paar Mal verwendet. Diese Austauscher, die sind damals schon gewesen, aber man muss noch mehr dahinter sein, wirklich. Aber ich habe bei dir so ein bisschen noch so den Fokus damals nur aus Sporen, nicht? Weil das kostet ja alles auch Geld, die Energie. Nein, das hat man schon in erster Linie aus dem Grund gemacht. Ja. Es war nicht so, dass man gesagt hat, ja, wir Wahnsinnigen, was vergeudet man denn da alles? Nicht? Ja. Oder auch wie vorhin die Diskussion war, 500 Gramm Käse in einem Zweierhaushalt ist, normal müsste man das schon gar nicht produzieren, weil man schon weiß, dass da schon wieder ein Drittel wahrscheinlich irgendwo im Müll landet. Nicht? Aber das hast du nicht in der Hand, nicht? Also das muss der Partner. Das heißt, wenn ihr weniger Käse produziert, werde ich trotzdem meine 500 Gramm kaufen. Trotzdem, also es bringt nichts, wenn sie jetzt weniger Käse produziert. Wenn wir kleinere Einheiten machen, nicht? Ja. Aber wir sagen denen schon auch hier und da, bitte, es ist ja toll, wenn 500 Gramm nicht allzu viel kosten für einen Konsumenten, aber ob es einen Sinn macht, ich glaube, es macht keinen Sinn. Stichwort kleinere Einheiten. Ein Freund hat mich gefragt, oder in dem Fall Freund und Hörer, wir schaffen es dem gerade jetzt bei Schmelzkäseprodukten, also bei der Ekel etc., da ist ja viel Verpackung drauf. Und Nachhaltigkeit und Verpackung ist ja ein Riesenthema. Jetzt ist das natürlich alles auf haltbar gemacht, auf Convenience, auf nutzbar in Portionsweisen. Wie kommt man denn aus dieser Kiste raus, dass man da die Verpackung reduziert oder gibt es da Ansätze, Möglichkeiten? Ja, ist das so ein bisschen also es ist, wenn man sich jetzt bei Schmelzkäse anschaut, das ist eine extrem dünne Verpackung. Sie schaut vielleicht viel aus, aber wenn ich Gewicht zu
also Gewicht, Verpackungsgewicht, also Verpackungsgewicht zu Gewicht des Käses durch, aha, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Wirkt nur so. Also dünnere Verpackungen. Genau. Ja. Also es ist, das Thema ist, also raus aus Plastik oder halt verpackungsvermindernd, ja, sind wir voll dabei, eben mit schauen, dass wir Monomaterialien, die wieder recycelbar sind oder halt schon aus Recycle-Material eben da Sachen macht. Geht das? Das geht. Lebensmittelbereich? Ja, also ja, wir haben, also bei uns ist so, dass jetzt im Herbst oder Herbst ist schon, also im Herbst ist schon da. Nein, ja, aber also wir haben jetzt die ersten 2022. Tests, die ersten Tests laufen eben mit also 100% recycelfähiger Material. Mhm. Möchten wir dann nächstes Jahr hoffentlich ausrollen können, weil da haben wir uns auch eine neue Maschine gekauft, die das kann. Und wir haben eben bei unseren Herzstücken ist die Schale aus Repad. Also schon recycelt ist. Genau. Mhm. Und zum Schluss ist aber wiederum, wann, also was ganz oben steht, ist der Produktschutz. Mhm. Also ich kann mit euch schon, also dass ich halt mühmäßig runterkomme. Dicke von der Folie, ja, sind wir dabei. Nur das, sobald ich 1 Kilo Käse wegschmeiße, oder 1 Kilo tierisches Produkt, egal was, dann könnte ich, also da konnte ich Zentimeter dick Verpackung machen, und wenn es dann nicht weggeschmissen würde, also da ist eigentlich der, also ich würde jetzt nicht sagen, dass da kein Hebel ist in der Verpackungsoptimierung, und da sind wir voll dabei, nur in, also wenn ich was wegschmeiße, dann ist der CO2, also der Fußabdruck ist das Schlimmste, was passieren kann. Das heißt, eine verringerte Schutzfunktion würde dann im Umkehrschluss zu Verlust von viel mehr, genau, Käse führen. Genau, also da muss eben halt, da muss halt aufpassen. Oder ich muss halt, eigentlich muss sich jeder selber bei der Nase nehmen und sagen, ich darf ja nichts wegschmeißen. Mhm. Weil eben wenn, also nur im Vergleich, wenn ich 1 Kilo Käse wegschmeiße, dann könnte die Verpackung, keine Ahnung, 2 Zentimeter dick sein. Mhm. Weil einfach die Verpackung relativ einen kleinen Fußabdruck hat und der Käse aber relativ einen großen. Und da muss man halt einfach wirklich ganz, ganz bewusst damit umgehen. Aber Image Plastik ist natürlich eine Katastrophe. Nein, und das ist eh klar. Ich meine, man muss sich das anschauen, wo das alles landet, und Mikroplastik und Co. Da muss eh jeder auch schauen, dass man das auch reduziert. Aber ich arbeite ganz klar. Ja, also wir haben einige Sachen eben jetzt mit dem Relaunch der Marke umgesetzt, und das sollte eigentlich schon noch einiges. Und wir dürfen nicht so dünn werden, dass wir nicht mehr gewährleisten, dass die Packung bis hinten zur Haltbarkeit und noch 3 Wochen eben das aushalten. Mhm. Dass das Produkt nicht verdirbt, weil da hätte man dann am falschen Fuß gespart. Mhm. Gehen wir von der Nachhaltigkeit, die immer ein bisschen stark korreliert ist mit dem Thema Unternehmertum und Wirtschaft, vielleicht mal auf das, auf euer Unternehmen. Ihr nennt euch ja eine Privatkäserei, oder steht auf der Webseite. Was ist denn das Gegenteil, habe ich mich gefragt, zu einer Privatkäserei? Eine genossenschaftliche Käserei, die Bauern gehört. Genau. Aha, okay. Und gibt es da noch was Drittes auch? Nein, ich meine, von den Modellen her? Es gibt halt vielleicht Aktiengesellschaften noch. Mhm. Aber wir sind halt auch deswegen aus Privatkäserei. Weil direkt vom Markt, da gibt es noch. Weil es halt auch Inhaber geführt ist. Also es ist also eine familiengeführte Privat, genau. Das heißt der Größe. Okay. Mhm. Na gut, war für mich. Gibt es noch einen Gegenteil? Zweiten und ein paar kleinere. Nicht? Der Josef Rupp ist zwar eine Aktiengesellschaft, aber ist auch die Aktien gehören also auch der Familie Rupp im weitesten Sinne nicht. Wo geht denn die Reise hin mit der Privatkäserei Wörle? Ja, wir möchten gern eben unsere Entwicklung so weiterführen. Ja. Wir möchten gern verlässlicher Arbeitgeber sein, verlässlicher Partner für die Bauernschaft. Ja. Und wir möchten gern weiterhin super gute Lebensmittel produzieren. Okay. Jetzt und, ist es, ja, Entschuldigung. Und ich glaube, wir sind nicht. Reichtum ist nicht, wird nicht in Geld aufgewogen, sondern wenn man so einen Lebensstil haben kann, wie wir jetzt haben, also relativ normalen, dann ist alles happy. Ja. Ja. Wo ist denn für so ein Unternehmen, das jetzt gerade eben durch auch den Ausbau, der passiert ist jetzt und den Zubau, wo ist denn da die Grenze des Wachstums? Das ist normalerweise Willis Lieblingsfrage. Ja. Mache einen Rollentausch. Was die limitierenden Faktoren sind. Nein, was sind die Grenzen für euch? Wo zieht ihr euch als Wörterschaft oder Österreicherschaft? Wo zieht ihr euch die Grenze oder, ein? Genau.
die Grenze wäre bei mir, wenn ich das Gefühl habe, dass man so weit weg ist von der Basis, dass man es nicht mehr irgendwie überblicken kann. Also ich würde jetzt nicht gern irgendwie 1000 Menschen beschäftigen und riesengroß sein, wo dann irgendwie man in so ein Dings kommt, wo... Also wo du es auch vom Gesicht dann immer kennst. Ja, also wo halt man einfach noch nur mehr Nummer ist und wo diese Werte vielleicht dann schwieriger zu transportieren sind. Wo man die Gesichter noch kennt. Gehört bei dir auch, oder? Immer so gewesen. Es gibt also eine Grenze, wo du sagst, ja, das mag ich nicht mehr. Ja, das ist schwierig jetzt zu... Also dass ich sage, bis dahin, mhm, aber... Ist eh kein Vertrag jetzt, also. Naja, genau. Bindend, oder? Ja. Ja. Yeah. Nein, also ich glaube einfach, dass man generell halt schauen muss, Wachstum, mhm, ist, also ist jetzt Wachstum nur in Zahlen, mhm, ist Wachstum in Zufriedenheit von den Mitarbeitern, mhm, ist Wachstum in wie auch immer, mhm, also das muss man, das ist sehr oft halt, heißt Wachstum Umsatz, mehr Umsatz. Ja. Ja. Aber ich glaube, es geht mehr um Wertschöpfung, also nur, dass ich was mache und dann bringt Qualität das vielleicht nichts. Im Vordergrund immer zu sehen, also es ist ja schon wichtig, dass wir aus dem Rohstoff, den wir da kriegen, wir wissen, ob dieses Rohstoffes, dass ich da wirklich ordentliche, gescheite Sachen mache. Schön, ja. Ja, das ist schon ein Anliegen. Ja. Also ihr produziert ja nur da am Standort, oder? Genau. Ja, wir haben jetzt einen kleinen Standort noch gehabt. Mhm. Das war unten in Oberhofen am Irsee. Mhm. Da haben wir vor 20 Jahren, ja, eben die Monsekäserei gepachtet gehabt und die haben wir jetzt im Sommer zugesperrt. Genau. Okay. Aber so eine Produktion in Tschechien, an in Deutschland, nein, an in Frankreich etc., mehrere Produktionsstätten, ist vielleicht also nicht so. Nein, also wir möchten ja nicht gern, ja, das schon. Russland haben wir mal im Auge gehabt. Ja. Naja, das war das, aber, ist dann, das ist dann nicht gegangen. Wir sind relativ früh nach Russland gegangen, ja, weil der Markt dann aufgegangen ist, ja, und haben uns aber dann schnell wieder zurückgezogen. 97. Ich würde sagen, wir waren nie dort. Also jetzt nie als Produzent. Ja, 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 ja. Aber wir, nein, waren relativ schnell wieder weg, weil der Zoll ist um 50% raufgegangen und der Rubel ist, glaube ich, um 57% abgestürzt und dann waren wir um 100% steuer. Zurück ins heimische Händorf. Ja, wieder zurück. Bewährt. Aber wir waren ein paar Mal dort und es war natürlich spannend und interessant. Ja. Aber man muss, also wir wollen jetzt nicht irgendwo internationalisieren, nein, und sagen, wir bauen jetzt da irgendwo einen Standort auf. Das nicht. Okay. Wer ist jetzt nicht auf der Agenda? Man sagt niemals nie. Also ist die Frage halt, je nachdem halt, wo sie Dinge hin entwickeln, aber es ist eigentlich nicht geplant, sondern wir haben da jetzt sehr, sehr viel gemacht und müssen nicht das mal mit Leben befüllen. Mhm. Der Großvater war in der Mittelslowakei mit einem Partner zusammen, Käseschmelzwerk. Mhm. Hat er damals sofort gemacht, also weiß nicht, 34 oder was, hat er da mit einem kleinen Slowaken in der, ja, in der Mittelslowakei, in der Hohen Tatra. Mhm. Da ist er, also der hat schon internationalisiert. Der hat das schon gehabt und das ist aber dann 45 verloren gegangen. Mhm. Und ich habe dann versucht, den Kontakt da irgendwo wieder zu finden, weil es mich interessiert hat, ob denn da nur jemand da ist. Mhm. Ich war dann mit einer Codex-Kommission und Herrschaften aus Wien vom Senat dort, weil es irgendwo mit dem Primsen, der Primsen ist auch die Basis vom Liebtauer, ein Schafkäse. Sind so in so Holzgefäßen, haben sie den nach Wien transportiert und der war nicht gut. Und dann hat es geheißen, der Herr Senatsrat fährt mit der Codex-Unterkommission dorthin, wer fährt? Und ich habe mich sofort gemeldet und bin dann mit dem roten BMW in die Mittelslowakei gefahren, war recht spannend. Und dann habe ich versucht, da einen Kontakt zu kriegen. Und der eine Herr hat mir dann gesagt, warum ich da frage um diese Firma, um diese Familie Wagatsch, sagt er. Ja, ich habe mir dann erzählt, dass der Opa dort eben war und auch der Vater dort war und der Onkel ein paar Mal. Sagt er, nein, er kann da keinen Kontakt herstellen. Und am nächsten Tag hat er dann gesagt, beim Verabschieden geben Sie mir Ihre Karte. Hat mir meine Visitenkarte gegeben. Ja. Und 14 Tage später habe ich dann einen Brief gekriegt vom Herrn Wagatsch. Den habe ich noch oben, der war also dick gest ausgestrichen. Alles, was er da reingeschrieben hat, wie es ihm ergangen ist, das haben sie alles weggestrichen. Die Zensur, nicht? Und, ach Gott, und ja. Zwei Jahre später habe ich dann über den Vermittler, weil wir da so Bergkäse gekauft haben, zum Schmützkäse machen von da drüben. Da hast du so eine Vormerkung gemacht, hast den Käse reingenommen und hast ihn dann wieder
irgendwo hingeschickt, zu der Araber oder wo immer hin. Sind die dann gekommen und wir haben dann einen Kontakt geschaffen. Nicht? Mhm. Also die mit uns da gefahren sind, mit dem Tatra-Plan, die haben wir mit dem BMW dann abgehängt und dann sind wir dann dorthin gefahren. Und im dritten Stock bin ich dann rauf bei der Adresse und Leute an. Und hat natürlich nicht gewusst, dass ich da komme. Ja. Und sonst ist der Spion aufgegangen, hat er mich gesehen, konnte nichts anfangen, wieder zugemacht. Und dann habe ich bei der Tür unten gesehen, dass es so spaltet, so wir haben die Visitenkarten unten reingeschossen. Ja. Und dann hat er aufgesperrt. Ne? Und dann haben wir Kontakt gehalten, ja. Und wollte dann noch unseren alten Schmelzmeister, der damals noch dort war, den wollte ich auch noch hinschicken, aber er ist dann verstorben. Mhm. Aber zwei Enkelkinder, die haben dann bei uns einmal gearbeitet im Sommer und die haben wir dann noch nach Kanada umfliegen lassen, weil wir ein gutes Werk auch noch machen wollten. Ja. Also das sind so quasi die letzten Internationalisierung. Das war total spannend, ja. und es war mir fast wirklich ein Anliegen, dass ich da einen Kontakt herbringe, und es ist mir dann Gott sei Dank noch gelungen. Mhm. Ja. Sag, weil eben der Internationalisierungsschritt nichts geworden ist, die Firma dort wahrscheinlich zugesperrt worden ist oder verkauft worden ist. Jetzt hat es jetzt in fünfte Generation, steht auf der Website. Du bist die fünfte Generation, ja. Jetzt, Gerrit. Ist es vielleicht denkbar, dass das Wörle, dass hier ein Exit macht, wie man es so schön sagt, jetzt so Neudeutsch, dass Wörle einfach, dass irgendwann mal sagt, Angebot ist gut, Zeiten sind schwer. Danke, Wiederschauen. Wir lassen uns kaufen. Also wenn es nicht sein muss. Also spielt das bei uns wenig Gedanken. Ja. Ich glaube, man muss halt dann auch schauen, wann es eine nächste Generation gibt. Ja. Kreuz da wen, weitermachen. Aber jetzt wirklich zu sagen, man schmeißt es irgendwo am Markt. Mhm. Wir hätten schon ab und an Anfragen gehabt. Mhm. Von sehr großen Unternehmungen. Hm. Aber das war eigentlich nie ein Thema. Für mich nicht. Hat tieferes Nachdenken drüber. Nein. Und ich glaube, es gibt ja auch viele, wo, wenn jetzt keiner diesen Weg gehen will, dass man halt dann, wenn Externen sich besorgt, der halt das Unternehmen leitet, aber halt die Inhaberschaft trotzdem nur in der Familie ist. Hm. Vielleicht eine gute Überleitung zum. Hm. Nachdem es bleibt, ne? Nachdem es bleibt, wo seht ihr denn als Vater und Sohn oder vor allem du, Gerrit, Wörle in 10 Jahren? Wo ich sehe, ist da, dass man sagt, wir haben diesen Schritt gut verdaut, dass man zwei Generationenprojekte oder zwei sehr große Projekte nacheinander angeschoben haben. Wir haben diese Ideen, die wir haben, am Markt untergebracht. Wir haben hoffentlich in der Nachhaltigkeit wirklich ein System geschaffen, das hoffentlich auch irgendwo kopierbar ist und für andere Anreiz. Auch quasi übermittelt werden kann oder halt woanders auch angewendet werden kann. Und ja, und hoffentlich sind alle gesund. und vor allen Dingen halt, dass die Bauernschaft auch noch immer zu uns steht. Mhm. Also das ganz wichtig. Wär schon. Ohne Bauernschaft, also das ist schon diese Vision, dass man sagt, man hat mit der Bauernschaft wirklich ein System geschaffen, was herzeigbar ist. Mhm. Merkt ihr da, dass eigentlich die Betriebe weniger werden, weil aber im Blick in die Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, die Kurven oder die Gerade schon. Geht ja ganz deutlich bergab an Anzahl der bäuerlichen der Betriebe in Österreich. Ja. Merkt ihr das? Ist das vielleicht auch bei uns auch ein Thema? Wir haben leider Gottes auch immer wieder welche, die aufhören. Mhm. Und es ist halt so, dass die Milch bei uns jetzt dadurch nicht weniger geworden ist, aber Weil die anderen mehr produzieren. Genau, oder? Weil die anderen ein bisschen größer geworden sind. Ja. Ich meine, wir haben jetzt durchschnittlich, 21 Kühe oder so. Ja, schon. Also nur immer sehr klein strukturiert. Mhm. Und ich finde halt auch das ist auch ein Gut, was irgendwo zum Erhalten gibt. Mhm. Nur es ist natürlich klar, es werden die Auflagen immer mehr. Es sind halt dann da und dort große Investitionsschritte nötig, wenn dann die Nachfolge nicht geregelt ist, ob jetzt wer weiter tut oder nicht, dann wird nicht wer, der 55 Jahre alt ist, nur einen Stall für ein paar hunderttausend Euro hinbauen. Ist klar. Also das ist halt schon das Thema, und das ist auch eben, mit dem man sich schon beschäftigen muss,
wie schaut die Milchbasis zukünftig aus. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir jetzt nicht nur ein paar riesengroße Bauern haben werden und Bäuerinnen, sondern dass vielleicht die Struktur ein bisschen größer wird, aber jetzt nicht würden 40 Bäuerinnen brauchen, die wir zuteilen. Es sind zwar nicht lauter Märchenprinzen, die da, um das da geht, die jungen Bauern, aber sie haben keine Frau. Ist das ein Thema? Das ist ein Thema. Gerrit. Ja, aber man kann, ich glaube, man muss da ein bisschen das differenziert betrachten. Man muss halt schauen, natürlich ist der Beruf Landwirt einer, der halt gewisse Nachteile hat oder mit sich bringt. Das heißt, man hat halt weniger Flexibilität, was jetzt halt Urlaub anbelangt und Co. Und da ist aber auch so, dass der Beruf ja eigentlich ein sehr schöner ist. Also mit Tieren arbeiten, auch in diesem Familienverbund, nur das muss halt passen. Und da ist halt schon so, wenn man sieht halt auch, bin ich gespannt, wo sich das halt dahin entwickelt, dass das halt auch irgendwo vielleicht leichter wird, dass ich sage, ich kann dann auch auf Urlaub fahren, obwohl ich Landwirt und Landwirtin bin. Da ist halt auch so, wenn man jetzt mit der jüngeren Generation, die schaffen da Systeme, wo die halt dann sagen, okay, dann kommt halt einmal wer oder vielleicht der Nachbar oder eben mal was ganz aber Spannendes. Aber der 40-Jährige tut es nicht jetzt. Ja. Der ist nur dazwischen in der Generation. Ja, dann geht die Frau ab, nicht? Ja, und wenn die Mutter krank wird, morgen, dann sind am Freitag die Viecher weg. Weißt, weil niemand da ist, der möchte. Das ist klar, es geht halt im Familienverbund, aber ich habe unlängst mal was gelesen, was sehr was Spannendes. Da hat eine Bauernfamilie in Mühviertel oder Waldviertel, die sind vorher, bevor sie einen Hof übernommen haben, immer auf Urlaub gefahren mit dem Campingbus. Und dann haben sie übernommen und dann ist das irgendwie halt ein paar Jahre nicht gegangen und nachher haben sie eine Annonce geschalten. Sie würden wen suchen, der einer 2 Wochen einen Betrieb führt. Und sie haben, ich glaube, 400 Anfragen gekriegt. Also vollkommen absurd. Dass es jemanden gibt, den es interessiert, oder? Nein, also es waren Städter dabei und. Kinder muss es halt nicht. Genau, die halt, ich meine, es ist ein riesen Vertrauen, aber ich will nur aus mal ist das Potenzial zeigen, da ist. Ist was wäre, es gibt ja viele, die sagen, bah, ich nehme Urlaub und will wirklich einmal 2 Wochen mit Tieren, keine Ahnung, das machen wir irgendwie wieder diese Verbindung irgendwie zur Natur herstellen. Und die haben halt wirklich, die waren total überfordert mit der Situation und haben dann auch einen gefunden, der eine bäuerliche Ausbildung natürlich auch hat, weil ich kann jetzt nicht irgendwann das geben. Da hängt ja auch viel und da, dass da wer da ist. Nur, ich will es nur mal aufzeigen, ich bin gespannt halt auch, wie sich da halt Dinge entwickeln. Und man muss halt, glaube ich, da auch einfach offener werden und dann wäre halt vielleicht ein großes oder ein Bedenken, was man halt auch oft hat, okay, ich bin dann immer daheim angehängt und muss halt auch, ich meine, zweimal am Tag werden die Kühe gemolken, wie sich halt da das System hin entwickelt. Ja, ich hoffe, dass wir mit unserem Podcast und mit den Gesprächen, die wir führen, da ein bisschen einen Beitrag liefern können, dass man reinschauen kann, was heißt denn das dann, was ist Milchbäuerin zu sein oder Ackerbauer irgendjemand. Und das ich glaube, ich denke mal, dass ihr beschreibt beides Lebensrealitäten, die da draußen stattfinden. Ja, und aber es gibt scheinbar Hoffnung, dass sie da. Natürlich. Und wir haben 2, die wieder angefangen haben. Das wollte ich nämlich fragen. Ja, weil ich habe so gesagt, kommen welche weg, kommen auch welche dazu. 2. Also 2, natürlich, wir haben, also das ist, also Bauernsterben ist bei uns auch so. Aber es haben 2 wirklich auch wieder mit der Milch angefangen. Mit einer Begeisterung. Und das ist auch super. Also auch vor allen Dingen, eine, die waren wirklich, die haben eigentlich ganz eine andere Ausbildung gehabt und haben dann vom Onkel den Hof übernehmen können und haben gesagt, 8 Stunden jeden Tag in den Computer reinschauen, gefällt mir jetzt auch nicht so. Macht ich möchte gern wieder mit Tieren arbeiten. Die andere Version, nicht? Aber es muss man auch sagen, eher die Ausnahme. Spannend, ja. Was denn? Der Blick in die Zukunft, Willi. Der Blick in die Zukunft? Wir haben ja gerade geschaut, was in den nächsten 10 Jahren, was ihr glaubt, dass das rauskommt. Okay, dann stell ich die Frage. Was meinst du? Ah, du meinst, ah. Alter Schwede. Ja. ja. Gut, gell? Ich bin gut raus, das schneidest du. wir sitzen jetzt da und sprechen über Bauernsterben und es wird passieren, es wird auch weiter passieren und wenn euch der Rohstoff ausgeht, ist blöd.
was auch blöd ist, wenn die Menschen keinen Käse mehr essen. Wie denkt ihr, schaut denn das in 20 Jahren aus? Essen wir da überhaupt noch Käse? Also momentan ist es ja so, wenn man sich die Zahlen anschaut, das nimmt in den letzten Jahren zu. Also wir essen immer mehr Käse oder generell Milchprodukte. Aber wie ist das in 20 Jahren? Mit allem, was gerade passiert, was los ist? Also ich glaube, ich bin der Meinung, dass eben tierisches Eiweiß weiterhin verzehrt wird, aber mit einem ganz anderen Bewusstsein. Also ich glaube, das ist nicht mehr so was Alltägliches sein wird, wo ich sage, ja, halt so unbewusst, keine Ahnung, ist jetzt jeden Tag mal Wurstsemmel zum Beispiel, sondern ich glaube, dass es so sein wird, dass wenn man eben was isst, dass es wirklich dann was Hochwertiges ist, wo ich dann sage, okay, das esse ich bewusst, weil ich glaube, wenn wir es nicht hin oder nicht so schaffen, dass also das so weitergeht, das einfach sehr unbewusst ist teilweise, dann werden wir die Weltbevölkerung nicht so ernähren können. Aber esse ich es bewusst, weil dann einfach weniger davon da ist und das, was da ist, teurer wird und deshalb ist es was Besonderes oder warum denkst du? Ja, ich glaube erstens, dass schon gewisse Erziehung oder was heißt Erziehung, gewisses Wissen da sein wird. Eben, was heißt es, eben, wenn ich jetzt nur tierisches Eiweiß zu mir nehme? Im, sage ich mal, im globalen Kontext, also mit Auswirkungen und Co. Und ich hoffe, dass wir es in 20 Jahren noch immer herstellen können. Es könnte auch sein, dass vielleicht wirklich weniger wird, weil Wetterkapriolen und Co. Das einfach schwieriger macht. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ehrlich produzierte, hochqualitative Lebensmittel und auch Käse noch immer Markt haben werden. Das sind ja schon fast utopische Aussichten, wollte ich sagen. Liebe Bianca, um jetzt wirklich in die Zukunft zu schauen, also so richtig krass in die Zukunft, würde ich dich eventuell um deine allerliebste Lieblingsfrage bitten und ersuchen. Danke. Respektvoll. Ja, ich habe aus einem gewissen Grund eine Lieblingsfrage, weil sie irgendwie den Kopf aufmacht, habe ich das Gefühl. Und zwar in einer utopischen Welt, wo alles geht, wo alles möglich ist. Ja. Was würdet ihr an der Art, wie wir Lebensmittel produzieren, an unserer Lebensmittelwertschöpfungskette ändern, wenn ihr könntet? Jesus. Was wir ändern würden, wenn man könnte, ich glaube, dass in der Art und Weise, wie wenn die ganze Kette angeschaut wird, dass alle Teilnehmer gut davon leben können. Das wäre, das glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wertigkeit, ja. Und eben, dass das Verständnis von dem, der es konsumiert, da ist und die Wertschätzung eben bis zum Urproduzenten da ist. Das heißt, dass auch eben die Expertise anerkannt wird. Also das merken wir zum Beispiel im Thema Tierwohl, wo eben wenn man in ein Flugzeug einsteigt, glaubt man, der Pilot, der kann schon fliegen oder die Pilotin. Aber sehr oft ist es so, dass den Bauern und Bäuerinnen irgendwie die Kompetenz abgesprochen wird, dass die ja nicht drauf schauen. Und also diese Wertschätzung, das wäre für mich auch wichtig, dass man einfach auch das wertschätzt, was da eigentlich passiert. Der produziert, ist eigentlich im Moment über viel, wir haben jetzt so einen Hype. Wie lange der geht, vom Preis her wissen wir nicht. Wenn das wie eine Tangenslinie nach oben schießt, ist meistens dann irgendwann wieder mal ein Knick. Aber wenn ich mir überlege, was beim Beitritt die Milch gekostet hat, dann sind wir jetzt erst so weit, nach, wie viel sind das jetzt? Ja, 27 Jahre. Jetzt sind wir wieder da, wo wir damals aufgehört haben, nicht? Weil Österreich war hier, der EU-Preis war da und durch Direktzahlungen ist das ein bisschen kompensiert worden. Und in der kleinen Struktur, die wir in Österreich haben, die ist ja nicht sonderlich groß, sind wir jetzt irgendwo wieder da, wo wir damals waren. Also wenn ich mir überlege, wir haben auch einmal einen Schweinestall gehabt bei uns mit 800 Insassen. Ja. Und dann haben wir 76 aufgehört. Da habe ich 21 Schilling 50 gekriegt fürs Lebensschwein. Und jetzt war vor einem guten Jahr oder anderthalb Jahren war das Lebensschwein bei 98
Cent, das Kilo. Ja, also unter 13 Schilling. Ja. Jetzt zum Schluss ruckt er aus mit der, ja, musst du mal überlegen. Ja. Das waren wunderschöne gefütterte, mit Molke gefütterte und Getreide gefütterte Schweine, also wirklich super Qualität. Aber trotz allem, und bei der Milch war es also ähnlich, dass der Bauer, der die Arbeit ja verrichtet mit seiner Familie, dass diese Wertigkeit, so wie der Gerrit sagt, das muss noch stärker ins Bewusstsein kommen. Also es ist für viele Konsumenten, die gehen in den Supermarkt und denken eigentlich nicht nach, was denn da passiert, bis das Stück da drinnen liegt. Und ich weiß nicht, ob man das in Schulen machen muss oder wie man da mehr zum Bewusstsein kommt, dass Landwirtschaft und gerade in unserer Ecke hier, ich meine, wenn die Bauern nicht mehr da sind, ja, wenn das wirklich Bauernsterben gäbe, dann haben wir also fremdverkehrsmäßig, und das ist auch eine wichtige Säule in unserem Sein hier in Österreich, wenn die nicht das Land so schön gestalten, wie sie es jetzt über Generationen gemacht haben, dann haben wir da ein mittleres Problem. Also das, ich glaube, da muss man also ansetzen, muss schauen, dass der Konsument es hoffentlich zu verstehen irgendwie so serviert kriegt, dass er es auch versteht. Ja. Weil ich weiß nicht, ob ein Städter, wenn er einen Joghurt kauft oder einmal ein Viertelkilo Butter oder ein Stück Käse, sich einmal überhaupt überlegt, was steht denn da dahinter. Darum sind so Sachen, die ihr da macht, wahrscheinlich eh gut richtig, um mehr Bewusstsein auch zu schaffen. Ja, also. Und was glaube ich schon, was mir auch noch wichtig ist, ist, dass wir das schaffen, dass Wirtschaft und Natur irgendwie koexistieren kann. Oder miteinander gehen? Ja, miteinander gehen. Also das ist eigentlich das Allerwichtigste. Ja. Also dass man sagt, okay, man kann dieses Wirtschaftssystem, das wir halt haben, mit der Natur gemeinsam machen und nicht auf Kosten. Ich habe auch bei einer Reise erlebt, dass in Saudi-Arabien 18.000 Kühe auf einem Platz waren. Ja? Mit so runden Scheiben, die bewässert wurden. Ja? Und da sind wir so gefahren, von Jeddah so 80 Kilometer oder 60 Kilometer raus. Und dann hat es geheißen, wir wollten, weil diese Firma ist ein großer Schmutzkäsehersteller und ist im arabischen Raum eigentlich ein großer Mitbewerber von uns. Und die wollten neue Maschinen kaufen. Wir haben gesagt, ja, sie können es bei uns anschauen, aber wir möchten einen Gegenbesuch machen können, dürfen. Und so hat man dann gesehen, wie dort eigentlich in der Wüste man Gras erzeugt hat. Ja. Sagt jeder, wie geht denn das? Nicht? Ja, die haben also da, weiß nicht, 2000 Meter runterbohrt und haben das Wasser da unten geholt und haben das grün geflecht. Ja. War also wunderschön. Und sie sind in Konkurrenz mit uns und ich frage dann den, sage ich, wie schaut denn das vom Milchpreis aus? Ja, 35 Dollar Cent. Das war in etwa das, was wir damals gehabt haben, auch auf Euro-Basis. Und die weitere Frage war, und wie viel Wasser brauchen Sie denn, um einen Liter Milch herzustellen? Ja, 1000 Liter. Und dann habe ich noch weiter gefragt, ja, was ist mit diesen 1000 Liter Wasser, was kostet euch denn das? It's coming from a different pocket, hat er gesagt. Nicht? Somit hat es in der Kalkulation, haben die 1000 Liter, die sie aus dem Boden rausgeholt haben, haben keine Rolle gespielt. Nicht? Aber wenn ich so unvernünftig bin und Dinge eben einfach mit 10.000, 15.000, 20.000 Kier irgendwo mache, da muss ich ja sagen, sind wir froh, dass wir so eine Struktur haben und dass das so weit verteilt ist und dass die Bauern eigentlich nicht unglücklich sind mit ihrer Arbeit. Das ist ja, schöner geht's ja nicht. Und das gilt es zu halten. Also da müssen wir dran arbeiten. Es gilt, die Utopie zu halten eigentlich. Unbedingt. Ja, macht genau. Die Gegenwart zur Utopie. Ja. Okay, schöner Gedanke. Willi, deine Lieblingsfrage. Eine meiner Lieblingsfragen, wobei kulinarisch gesehen meine liebste Frage. Meine Herren, in dem Fall, was findet man denn bei euch? Wir haben die beiden getrennt voneinander befragt, natürlich wohnen wahrscheinlich nicht zusammen. Was findet man denn bei euch im Kühlschrank? Gute Sachen. Ja. Gute Sachen, ja, gute, ja, Antwort. Schon. Wir haben schon eigene Produkte im Kühlschrank und haben auch andere im Kühlschrank. Also, ja. Weiß ich nicht, ein Campozzola oder ein Gorgonzola, einen guten. Oder einmal ein Schweizer Bergkäse, der
ein bisschen was gibt. Mhm. Also solche Sachen gibt es schon. Mhm. Also immer noch Käse. Also wir kennen es nach wie vor, Käse ja, essen Käse noch so viele Jahre. Käse essen da wir jeden Tag. Also wirklich? Ist, bei uns um 9 ist immer Verkostung. Also da kann man jederzeit, kann jeder dorthin gehen, wo das passiert, kann auch Käse kosten. Ist bei Gerhard Wörle auch was anderes im Kühlschrank außer Käse? Nein. Natürlich. Nein. Da gibt's alles andere auch im Kühlschrank. Es gibt immer Buttermilch drinnen, das gehört auch dazu. Mhm. Also das hängt sicher mit der Verdauung auch zusammen. Es ist gelernt von Kindes an, weil ich ja, um 4:30 in der Früh munter geworden bin, wenn der Buttermeier das alte Butterfassel angeschmissen hat, weil das war schon so unwuchtig, dass das hat man so gehört. Nicht? Also. Dann, ja, bevor man in die Schule gegangen ist. Schon nicht, es hat immer eine gute Buttermilch gegeben und wie ein junger Molkereimann war, habe ich selber Butter gemacht und beim Pfingstturnier Fußball sind dann am Montag die Mitbewerber am Platz dann zu mir kommen um 6, wie sie vom Zelt dann raus sind. Dann haben wir also eine frische Butter gekriegt, eine frische Buttermilch und ein gutes Brot und waren wieder gesund dann danach. Ne? Ja. Solche Sachen haben wir gehabt. Ja. Ja. So Käse und Buttermilch, Gerrit, bei dir? Ja, Käse ist auch dabei, auf alle Fälle. Dann darf ich nebenbei ein paar Händel haben. Also ich hatte Hühner, so musst du sagen. Ja, jetzt sind es nur mehr, also der Fuchs war leider gerade da. Ah. Das ist nur mehr eins. Ja. Also das waren einmal 7. Ich hab schon ganz gern die Hände in der Erde und ganz gern Gemüse anbauen und versuche mich halbwegs ausgewogen zu ernähren. Mhm. Und also Bier und Wein ist schon auch zu finden. Also so. Danke. Er könnte sein, dass er weiß, was ich ernähren will. So, also so. Das braucht man ab und zu nach anstrengenden Tagen. Ja. Aber nur bei dir beim Papa nicht, gell? Ja, genau. Papa trinkt kein Bier, kann ich mir vorstellen. Ja. Jetzt trinkt mehr Bier, weil er den Wein nicht mehr so vertragt. Der Weiße macht mir zunehmend Sorgen, ja. Ist so. Es gibt Alternativen. Macht ja, da nichts draus, bei mir ist das jetzt schon so. Ja. Okay. Meine geheime Lieblingsfrage ist eigentlich die nächste. Und zwar, was würdet ihr denn, wenn ihr könntet, wieder getrennt voneinander befragen? Vielleicht von Gerhard. Ja. Was würdet ihr denn gern in euren eigenen Nachruf schreiben? Was sollte denn da drinnen stehen? Naja, dass man, also in Bezug auf die Firma wahrscheinlich. Nein, also in Bezug auf dich. Dich persönlich. Auf mich, ich was, persönlich. Wenn das die Firma ist, kann es auch die Firma sein. Naja, klar. In meinen Nachruf würde ich schon reinschreiben, dass die da hinter mir arbeiten, so in unserem Geist, also hier weiterarbeiten. Das werden wir schon anlegen, dass wir unser Image, das wir uns da über Generationen aufgebaut haben, dass wir das einigermaßen auch erhalten im Lichte die ganze. Wir haben, sage ich schon, über Generationen das mitgestaltet, ja. Waren immer Partner für die Gegend und auch für die Landwirte und das werden wir schon anlegen, wenn die Kontinuität da gewährt wäre. Mhm. Ich kam, ging, also blieb ich. So in etwa, ja. Ja. Okay, Gerrit? Bei meinem Nachruf. Hast du noch keine Gedanken gemacht? Und dann jetzt? Ja. Ja. Du 37, sag mal. Ja, ich weiß schon. Zeit tickt. Die Uhr tickt. Ich würde es eigentlich schön finden, wenn drinnen steht, er hat eine schöne Zeit gehabt und hat das machen dürfen, was er gern da hat. Mhm. Und es gibt von Explosions in the Sky ein schönes, ist eine Band, die mir sehr nahe steht. Und da gibt es ein Video und das finde ich ganz schön. Even if the loved ones are gone, we're never lonely, your hand in mine. Ist auch schön. Das wäre eigentlich das perfekte Abschlusszitat. Eigentlich ist es das perfekte Abschlusszitat, aber ich habe ja eigentlich für die letzte Frage, eigentlich habe ich da auf den Gerhard gehört. Ich habe nämlich da die Sprüche laut. Gerhard, danke für dein Abschlusszitat, ein wunderschönes. Gerhard, zum Ende
haben wir immer ein Zitat, jetzt haben wir schon eins gehabt, aber ich zähle fest auf dich, dass uns du zum Schluss noch einen Weisenspruch oder ein Zitat mit auf den Weg geben möchtest. Ich bin nicht so der große Zitatgeber. Mir fällt da nicht recht viel ein jetzt. Mhm. Gerrit, dann war es deins. Ich würde sagen, 5 Generationen eine Leidenschaft. Das ist jetzt gemein. Das ist jetzt gemein. Nein, nehmen wir das, was ich vorher gesagt habe. Wiederhol es uns nochmal. Even if the loved ones are gone, we're never lonely. You are hand in mine. Goodbye, everyone. Ja, genau. Thank you. Ja, vielen Dank. Okay.